Willkommen, meine Sturmtruppler! Bei meinem zweiten Livestream auf Twitch. Fisch ist dabei, Sarodin ist wieder dabei und wir gehen wieder bei Germania zocke. Hey. Hui. Und lassen euch da dabei ein bisschen teilhabe. So, der Server ladet jetzt bei mir gerade mal kurz rein, dann sind wir schon online. Hey Pete, we want you to take us to the $11 million. Ein Feechen habe ich im Chat. Wie das wohl passiert ist. Ich bin einfach mal reingeflattert. Oh, hast du gleich noch jemanden mitgekommen, ne? Oh, Ark, mach dich schön. Ark, schön. Sehr schön. Ich mal das Rinnenlade. Und dann so, Silvan. Der Silvan hat uns auch gefunden. Schee. Schee. Mein Drache ist ausgewachsen. Cool, cool, cool. Ja, Stamina ist nicht so Bombe. Dann kriegen wir gleich mal Stamina. Gut, da kommen zwei gelbe Runde, dann flattern wir gleich mal hin. Ich bin schon beim ersten. Der, wo noch dauert oder der, wo schon 100 ist? Der vordere. Der vordere, da fliege ich zum Eis. Bring ein Eis an den Drachen, bis damit, wenn du da oben fliegst. Wenn ich was? 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 Bring ein Eis ein mit. Ja, ist das eins? Ich glaube. Nicht ganz die richtige Stelle. Nicht ganz. Ich weiß gar nicht, wo die Eiseier sind. Ja, das wird vorerst der letzte Stream von dem Server sein. Da die Popularität echt mau ist. Schade eigentlich, ich dachte durch meine Streams und so käme ein bisschen was ran. Und was ist drin? Dunkelhörstes Sattel. Dunkelhörstes Sattel. Na, land doch.
So, was machen wir? Ich bin noch am Einloggen. Wow. Und ich bin jetzt gleich dann weg. Wow. Guck dir dieses Höhlensystem an. Was ist das? Nein, weiß ich nicht. Die unter der Alibase. Unter der Alibase. Wie komme ich da denn hin? Wo ist der Ingang? Ah, warte, ich bring dich hin. Nimm den Bulldog mit. Gar nicht so doof. Ja, die Dinger funktionieren tatsächlich da drin. Nee, nimm eigenen am besten, dann kann ich gleich zurückfliegen. Dann kannst du mit denen da durchgehen. Giftdrache. Ja, insane. Ich hab nicht nachgeguckt, ich glaub's aber. Naja, ist uns auch nicht no, ne? Ja, gleich kommt ja, die Rotte gegen zwei Griffins. Hätte Giftwivern auch nicht die Chance gehabt. Ja. Einer fliegt links, einer rechts und dann geht der Battle los. Kannst du, dass du den Ingang suchst? Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wo der ist, aber der ist hier. Du musst hier halt ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu hoch reinfliegst, weil du dann von den Turrets von der Alibase getroffen wirst. Ich hab's sogar schon getestet, wenn du am Boden bist, dann kommst rein. Wo ist er? Hier. Lol, das sehe ich ja echt gar nicht. Ja. Ich glaube, das wär's noch der Munza Ali. Was ist denn das für eine Höhle? Rote Schuppen. Wieso habt ihr mich nicht mitgenommen? Weil es dunkel ist. So. Und was ist hier? Du hast drei Artefakte. Die zu finden ist manchmal ziemlich schwierig. Ansonsten, solange Höhlenbau erlaubt ist, kann man hier drin halt sich entdeckt aufbauen, ne? Weil du halt total viele Verzweigung. Was ist? Ein Vieh. Ah, ja, so ein Schlafviech. Sieht man da was mit Gamma? Nein, ne? Nee, also. Die Bulldogs sind schon ganz hilfreich. Du hast halt viele Sackkassen. Gut, wenn du die Höhle auswendig kennst, dann ist es okay, der Hund. Ja, also. Die geht doch recht weit. Die ist sehr weitläufig. Ist die neu? Nee, die ist schon seit Anfang an da. Echt? Ich hab den Ingang nicht gekannt. Jetzt kein Sinn. Hier unten hast du übrigens auch Wasser mit ziemlich vielen Perlen.
Also du hast einmal halt dieses Gängesystem hier oben, dann hast du es auch nochmal unter Wasser teilweise. Also wenn du dich in die Richtung vorbereitest, findest du irgendwann auf jeden Fall zwei Artefakte. Ich fliege mal zurück zur Base, ich bin dann erstmal anderthalb Okay, Stunden wenn dann weg. wieder der Ausgang finden. Koordinaten vom Ausgang sind bei 18,4 und 41,6. Hilft aber nur teilweise. Hat die Höhle mehr als drei Eingänge? Ich glaube, die hat nur einen Eingang. Ist das nicht die mit der Burg oben drauf? Jetzt von der Burg aus ein Eingang. Ja, du kannst in der Burg runter. Ah, okay, gut, dann ist das wahrscheinlich ein weiterer Eingang. Also ich kenne das Teil auch bei weitem nicht komplett. Ich habe es mal geschafft, da zwei Artefakte rauszuholen. Geht halt unter Wasser auch noch mal ein ganzes Stück weiter. Technisch ist da wohl aber nichts los, ne? Relativ wenig, du hast halt diese Schlafviecher und teilweise ein paar Megalania. Mehr aber auch nicht. Also eigentlich relativ ruhig. Wenn das also so groß ist, hätten sie keine mehr in den Packen. Ciao, ciao. Bis später, ne? Wow, ich habe Pflanze gefunden. User joined your channel. So. Spielt ihr jetzt noch oder spielt ihr jetzt Ja, dann wir nicht sind mehr? jetzt gerade dort. Ja. Okay, weil das hat sich nämlich so angehört, so, jo, wir spielen da nicht mehr. Heute letzte Mal. Okay. Jo, ich steck mir im Küchen. Ah, gut, bin rausgekommen. Ha! Saurdin hat mir gerade eine Höhle in Gang gezeigt, wo ich noch nie gesehen habe. Diese XXL-Höhle da unter der Burg und alles. Hat er mir nochmal in Gang gezeigt, wo ich noch nicht gekannt habe. Die da, wo die Admin-Stadt drauf war, auf der Rechtsseite, ist er in Gang. Okay. Da bin ich jetzt drin und jetzt flatter ich da drin rum. Weil es drei Artefakte gibt und ich weiß schon nicht wo. Ja, wir werden einen eigenen Server aufmachen am 24. War ich hier vorhin ein paar Mal in der Ja, das habe ich Besprechung drin. mitgekriegt, ja. Haben uns jetzt auf drei geeinigt. Island ist rausgeflogen. Weil mit der anderen Maps haben wir alle Bosse mit drin. Ja. Ja. Wenn jemand 15 Level extra haben will, dann soll er der Operation Boss machen. Ja. 24.15 Uhr.
wieder rausfinde, Silvan. Gut, ein Artefakt habe ich schon mal gefunden. Das ist ein nicht fair Symbol. Max Dino? Was? Wildlevel erkannt. Das ist vom rechte Vieh. Sagt sozusagen, dass ein Dino in der Nähe ist mit einem Level. Max Level, ja. Max Level. Das kann auch Spieler anzeigen. Was hat es jetzt gemacht? Welches Tier? Irgendeins. Ja, irgendeins, was in der Nähe ist. Das geht auch bei Spielern sozusagen, das zeigt dir dann Spieler an. Lichtreflexion her. Ich finde hier nicht wieder raus. Bau dir da drin mal eine Base auf und dann versucht jemand das zu raiden. Ich muss es erst mal suchen. Du siehst ja auch nichts. Du siehst jetzt nur was durch den Hund. Sicher, wie ich jetzt gerade fliehe, fliehe ich ja blind. Der Hund funktioniert hier nur auf dem Boden. Hier kenne ich. Das kommt bekannt vor. Oh, ich doch da auskommen. Ach, da ist der Ausgang. Wow. Oh, die Höhle leck.
bloß mitnehmen auf den neuen Server geht nicht, ne? Nee. Müsst ihr dann neue holen? Schade. Komisch, ich bin leckt arg halt wieder stärker. Ich mach nochmal neu starten. Spiel ist gleich wieder da. So, da kommt's wieder, da kommt's. Ich will mir gehen auf Operation, oder? Ja, hab ich mehr Lust hat. Wir sollten aber auf jeden Fall ein paar Sachen mitnehmen. Electronics, Cementing Paste. Also nochmal Cementing Paste farmen? Nee, ich hab jede Menge gestern gemacht, den ganzen Tag. Aber ich geh nochmal runter. Kann man ja mitnehmen. Ist nix, war ich gerade eben schon. Nix da? Nein, nix da, ich war schon. Ich habe auch 3 Klippenplattformen, aber die kann ich nicht tragen. Ja. Aber wir sollten auf jeden Fall Zement mitnehmen. Ich habe jetzt noch einen Stack Öl. Und Electronics habe ich eigentlich fast alles mitgenommen, was wir noch hatten. Du kannst sie als Arc-Date hochladen. Und dann Trevor immer hole, wenn der Airdrop kommt. Also, dass ich jetzt in mehreren Etappen immer wieder einen Lüdrop suche und. Wir können mit dem Quetzel alles inladen, Hiefli, hochladen, Quetzel zurückbringen, warte bis ein besserer Airdrop kommt und dann gescheit rüber. Vielleicht mit einem Greifen, da sind wir ein bisschen schneller. Dann muss mal Quetzel an die Base. Wo ist denn mein Schlepper?
nächste Schlepper. So, Schlepper ist an der Base. Wir haben halt kein Polymer mehr. War das nicht gestern jemand hole? Ich guck jetzt gerade, ob da ist. Wo ist die Motorsäge? Ich hab 5000. Ich muss halt wissen, wo die Motorsäge ist, ne? Wenn, dann höchstens oben im Tools. Ne. Hat die wahrscheinlich Michi gestern mit dem Drache gewippt? Das kann sein. Noch schlimmer. Warum lenkt's dann so? Ich kann immer nur eine Klippenplattform mitnehmen. Ah ja. Packt der Quetzel nicht mehr. Nein, ich kann nur eine tragen. Brauchst du Öl? Habe ich jetzt schon einen Stack dabei? Weil die Ölpumpe wird wohl auch schon lange keiner mehr gewässert sind. Mit Öl erfüllt sind bestimmt. Ich meine, wir können die Sachen ja mitnehmen. Was ist denn das? Imperium. Was haben wir da gebaut? Was ist das? Wer hat das doch hier gebaut? Ich hab welche da drüber was? Nein. Ein Spawnbett und ein Feuer. Weiß ich nicht. Ich
Pinguine Schnitzle mit der Mutter sein. Hat das Schwein doch alle Pinguine weggefüttert? Ajo. Wie sieht's eigentlich mit Metall drüben aus? Das ist doch ein guter Spot. Ja, aber wollen wir was mit drüber nehmen? Ich meine, wenn wir es jetzt eh alles ins Quetzi einladen und hochladen. Ja, wenn du das so machen willst. Mal guck ich mal in unsere Ölpumpe rein. Ich hab noch Blueprints im Drache sogar. Ein gelber Tropf. Ist einfach nur ein Catwalk-Blueprint drin. Oh Mann. Du hattest beim letzten Mal erwähnt, dass wir irgendwelche bestimmten Kibbel bräuchten. Oviraptor. Kibbel. Soll ich noch herstellen? Ich weiß nicht, wie viele. Wofür waren die nochmal? Schlafdino. Naja, ist das noch wichtig? Gut als Training, ne? Dann gleich an unser Ali alles abgeben, ne? Theoretisch, ja. Die alle nicht um. Scheint so. Ist was Bestimmtes noch zum Mitnehmen? Na.
geht ja nicht. User joined your channel. Ging ja nur um Strukturen und Items. Online? Hallo, der, hallo, Impi. Sehr, bist du on? Ja. Ja, wir werden gehen. Willst du Sache übernehmen? Wir könnten Tribe mergen, theoretisch, ne? Ja. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen mit auf Operation nehmen. Aber dat, wenn wir dann dort halt fertig sind, können wir das dann dort auch übernehmen. Musst aber warten, bis Legende da ist. Okay. Weil dann können wir mergen. Weil er ist jetzt Besitzer vom Tribe. Hm. Konnten wir das also wechseln? Endlich. Was? Konnten wir das endlich switchen? Ja, endlich hat es der andere Typ wieder übergeben. Okay. Ja, mir. Uns ist das zu langweilig hier. Ja, ist nicht viel los, definitiv nicht. Ich werde wieder was Eigenes machen. Arg-mäßig oder was? Arg-mäßig, ja. In die Richtung so ein bisschen wie die hier und in eine Richtung von Wildfire so zusammengemixt. So, ja gut. Am 24. falls eine Dolu-Stätten. Aber bis dahin könnt ihr das da übernehmen. Wann kommt der ungefähr, weißt du es? Ja, dürfte jetzt dann bald da sein. Ich kann seine Freunde mal schnell fragen, wann er da ist, dann schreibe ich's dir. Okay. Ne? Jo, alles klar. Alles klar. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. Ja, dann haben die ordentliche Setup an Zucht und so weiter. Wie weit bist du, Fächer? Ich stelle gerade noch ein paar Obi-Reptor-Kibbel her, aber das war's dann auch schon. Wie lange brauchen die Dinger, bis sie hergestellt sind? Ich habe jetzt 9. Wir können ja erstmal hochladen und dann noch mal kurz holen. Haben wir denn hier einen Loot Drop? Ah, da drüben ist ein roter. Lol. Guck mal gleich, wie lange er noch hat. Das siehst du schon, bevor du dort bist. 100. Der ist frisch. Gleich mal gucken, was drin ist. Ja, wenn er draußen nehmen. Boah, fähige Flakrichtung. Du musst was drin lassen. Schon rüber gehen, oder? Theoretisch. Na gut, mit 9 Kibbel können wir ja auch schon arbeiten. Dann hol die Kibbel. Hast du jetzt nicht mit drin? Nein, die sind noch drüben im Tisch. Du bist ja mein Griffin, du bist ja schnell wieder da.
Ich würde sagen, dass du der Quetzel, dass wir der Quetzel auf den Griffen followen. Ich flieg dann mit dem Griffen rüber, wenn du den Follow drauf hast. Flieg nicht zu der Base, dann fliegt dir der Quetzel hinterher. Wenn wir den Nimi brauchen, ist das in der Base. Ja, wie ich mein. Mhm. Gut, dann gehen wir vom Quetzel runter. Ich bin schon vom Quetzel unten, ich hab nur noch... Dann kann ich gleich schnell drauf hocken. Nein, ich muss noch was einladen. Willst du die Kibbel, also willst du die ganze Stuff bei dir hochladen? Du musst das, den Rest hochladen, ich habe die maximale Anzahl an hochladbaren Items erreicht. Geht es auf Item-Slot oder auf Stack? Item-Slot. Hoppla, das war verkehrt. Jetzt. Nein, aua. Nix. Mein Gott. Wie oft wohl, dass ich jetzt schon eine Nice hole? Sehr oft. Kann ich Squads zurückfliegen? Oder wie wollen wir das machen? Du. Wieder da. Setz dich drauf. Jetzt. Mhm. MP? Ich hab schon ein neues Headset. Das liegt an der Soundkarte. Ah, wann holst du da unten ein? Hab ich schon einen bestellt gehabt? Hat den falschen Anschluss gehabt, hab ich wieder zurückgeschickt. Fliegt er los? Ja. Zur Base? Zu dir. Gut. Achso, sorry, falls ich zwischendrin mal einer weg bin, dann muss ich wegen der Arbeit telefonieren. Kann ich mich hochladen? Ja, tschüss. Ja, nur dass du weißt, wir sind live, ne? Ah, okay. Twitch oder YouTube? Twitch. Ich mach live nur noch Twitch. Ah. Ist schöner vom Gestalte her. Ah, okay. Ja, du hast noch hier vom Links, hast du bei dem Discord hast du noch einen Fehler drin, wenn du hier die Links drin hast von Fähigen in Emmy. Die kann man nicht anklicken, da wird man nicht weitergeleitet. Discord. Mhm. Okay. Bei mir ist das ein bisschen laggy bei. Also auf Twitch. Das ist arg. Weil, wenn du mal Nebel, das wird ja für dich das ganze Bild übertragen. Genau. Und ich selbst sehe nur das große Arg-Bild. So, wenn du jetzt vergleichst Chat und Schriftverlauf Nave mit dem Arc-Bild, was leckt? Leckt das Arc-Bild oder leckt das Ganze? Das Arc-Bild. Ja, das ist nur das Spiel. Ja. Brauchst einen besseren Computer? Arc ist einfach scheiße. Nein, du brauchst einen besseren Computer. Apropos, wann machen wir das jetzt eigentlich mit Dark and Light? Mir hat sich dazu noch nicht geäußert. Ach ja. Ich habe was wieder erwähnt, aber ja, sie weiß nie, wie sie es inbauen soll. Die macht ja jetzt im Moment ihr Projekt da mit den Leuten. Ja, mal sehen, wann es soweit ist. So, Fisch, jetzt brauchen wir Airdrop. Mhm. Boah, die Texturen müssen doch erstmal laden. Ah, hier liegt ja ein Nessos. Hast du auch schon hergefunden? Ah, klar. Bin doch nicht von gestern. Bin doch hier. Warst du equipped? Nee, ich bin nackig sozusagen mit einem Rücken und einem Wingsuit bin ich in den Abgrund geflogen und bin dann irgendwie doof gestorben. Ja. Hm, okay. Ich wollte nur wissen, ob du nackt overgelayt hast, weil er ein bisschen beraubt war. Nee, ich hab nackt oben gelegen. Okay.
Aber hast unten hast du ja erstmal gedacht, WTF, wo bauen wir? Ja, ich hab einfach nur gedacht, so, what the fuck, ich hab keine Turrets hier stehen. Unten die Turrets sind aus. Ohne die Turrets sind aus? Ja, kein Benzin im Generator. Du, das müssen wir dann gleich machen. Ja, wie gesagt, es waren am Ende da überhaupt nur an der Spotkurve, das war alle Kletterakt. Yo, Silvan, jetzt sind wir auf Operation. Ja, wenn wir genug Ausrüstung jetzt hier drüben haben können, willst, können wir ja nochmal runter in die Höhle. Also runter in die zu Drachen holen. Drache hole. Mit unserem Woche. Jetzigen Stand. Brauchen nicht viel. Brauchen nur halt die radioaktive Rüstung. 3-4 Sets. Haufenweise Kletterhaken und ja. Okay. Wenn wir da halt mit selbstmörderischer Aktion runterfliegen. Aber ja, du scheiterst dann schon. Warum? Wir werden die Sets nicht vollständig kriegen. Noch 1300 blaue Dings geholt. Die sind die noch hier fähig? Oder habt ihr die schon rüber gehabt? Was? Blaue Gems. Die blaue Gems. Stars und sowas. Die hatten wir mit rübergenommen. Oh, für die Metallplattform. Eieiei. Stimmt, Metallplattform gebaut. Ich stehe irgendwo auf der mein Programm hat sich geschlossen. Verdammt. Ja gut, hat sich das auch erledigt, die Expedition? Ja, durch das Stück gerade. ja. Weichland, das sieht anders aus. Ja gut, wir können ja dann erstmal blaue Gems holen, oder? Ja, blaue Gems habe ich sie in Equipment Spino und ich habe dir blaue Gems geholt in 5 Minuten. Ja, Spino ist halt. Hast du den schon rübergeladen, oder was? Nee, ich habe nur die Lowe, du. Ja, reicht doch. Also 100 blaue Gems habe ich noch. Ja, damit. Aber sie sind hochgeladen. Damit siehst du nichts vom Teller. Wofür brauchst du denn blaue? Die Anzüge. Wir haben doch Anzüge. Wie viele? Meiner muss repariert werden, geht nicht. Ja, wir brauchen dann mindestens 3 pro Person. Plus halt ein Ringsuit pro Person und nochmal jeweils, keine Ahnung, so 5 bis 10 Kletterhaken. Wenn nicht sogar mehr. So 15 Kletterhaken ungefähr. Jo, ein Sarko-Bastet durch ein kleines Dino, du. Ja. Oh. Arg. Hol mal Gasballs von unserem Gaskollektor. Ist mir klar. Da hab ich in einen Rucksack reingeräumt, ich hab nicht mal einmal leer gemacht gehabt. Also unten in einem von den Rucksacks. Mhm. Ne, in das Schäfchen. Warum geht die Gruppe die unter, wenn ich kein Gas mehr gebe? Boah. Alles Low Spinos, Wahnsinn. Guck's an der falschen Stelle irgendwie. Ja, du bei unserem Lake. Ja, das ist the Low Lake. Startergebiet, das nicht ohne Grund. Und Selan sagt, wir sollen doch an die Oberfläche gehen. Ja, was willst du denn an der Oberfläche? Da kannst du zwar gute Blueprints und sowas bekommen, aber ist ja nicht das, was wir jetzt wollen. Neue Soundcard spielt wieder ihr eigenes Spiel. Okay. Wie wenn er packen Tempo auf dem Mikrofon hätte. In welchem Bulldog hast du gelagert? Entweder in meinem Schäfchen. Schäfchen. Also in meinem kleinen Scheinhorn. Das sieht da ein bisschen überladen aus. Ja, da ist es. Ja.
Gut, Coco packt's. Ich gehe nicht mehr an die Oberfläche, das kannst du vergessen. Manchis, ihr stellt euch an. Was? Sarudin und Fisch. Ja, wir gehen mal da nur mal gucken. Wer ist gestorben? Ich. Die zwei sind, die sind gerannt. Haben die ihr Opfer gehabt? Du hast dich für das Wohl der anderen geopfert und wir haben dein Blut wiedergeholt. Welche, dass ich das schon ewig Zeit so mache? Sterben? Bei de, ja, für die Gemeinschaft. Schon bei der Beam-Sache damals. Ilka, Ilka, renn und schieß! Und ich hab mich geopfert. Ja. Er hat sich vom Reaper, Surface Reaper King, fressen lassen. Er hat Rob gefunden. Drüber oben. Okay. Da ist noch zu schade. Ah. Habe ich vergessen, Ausrüstung mitzunehmen. Wir brauchen was mit sehr viel Gewicht. Ey, ich habe Ravenger mit runtergenommen. Na, da komme ich ja nicht nur mit so viel Gewicht. Wo ist jetzt mein Ravenger? Ey, Sass! Wo ist denn meiner? Tja, irgendwo oben auf der Leine, du bist rausgeflogen. Nee. Nope. Siehst du das? Schnupp. So, jetzt kann schon auf. Gut, bitteschön. Mal gucken, ob du es rausfindest, wie man sich umdreht. Wir wissen. Ah, verdammt. bringst du mir eine Flak-Rüssi mit und eine Spitzhacke, bitte? Wenn du von oben runterkommst. Wo ist der Lutrop? Weg. Ist schon weg. Wart du einfach auf den, der oben kommt. Hast du dein Revenger? Ja. Ich bin gerade fasziniert vom Überkopf laufen. Kannst du das noch nicht, oder? Doch, ich wusste, dass es geht, aber wir sind immer andersrum hochgelaufen. Ja, da gibt's lustige Sachen, die man machen kann. Gasbolzen in das Miffy. Für Flakfeldhaut. Unten holen. Hab ich hochgeladen. Hochgeladen, ja. Mhm. Ohne Airdrop geht nichts. Ich wusste halt, dass Leder und so Sachen immer Mangelware ist, deswegen habe ich Leder hochgeladen. Ja, ich kann ohne Revenger halt nicht hoch, deswegen. Doch. Ah, zumindest in die Zwischenebene. Kann nicht hoch mit Dings. Ohne Ausrüstung. Er hat keinen Motor. Kletterhake muss der Fähige bauen. Wie viele brauchen wir? 30. 15 bis 15 Stück ungefähr pro Person. Wir wollen jetzt sowieso jetzt erstmal die Gems holen. 30 Stück sind am Baum. Polymer müssen wir auch holen. Ja, das ist kein Problem. Du bist halt hochgeladen. Ich brauch halt nur irgendwie eine Rüstung und Spitzhacke. Ja, dann können wir ja erstmal zusammen losgehen.
Darf ich den Sarko leveln? Oh ne. Ja, mach doch. Okay. Feche, du musst die Kletterhake nochmal machen. Wie viel Schutzrüstung für Kletterhaken nochmal bauen? Wie viele sind schon fertig? Machen wir nochmal 30. Kletterhaken kann man nie genug haben. Wir müssen ja sowieso jetzt erstmal. Hast du ihm einen Seilmotor mitgenommen? Nee, ich hab selber Kenner. Da ist doch einer im Tresor. Und eine Schutzausrüstung ist auch im Tresor. Ich brauche erstmal nur eine Flakrüstung und zwei Spitzhacken. Aber ich habe eine Rüstung und Spitzhacke. Okay. In wie kommst du mit? Ja. Wie viele Schutzrüstungen pro Person? Boah, so 3-4 Stück brauchen wir schon. Ja, wir haben. Irgendwas haben wir nicht. Ich glaube, wir haben keine Electronics mehr. Brauchen wir die für Schutzausrüstung? Für den Seilmotor. Damit du hoch und runter kannst. Nee, den brauchen wir nicht. Wenn du hoch und runter willst, ja, du unser Base. Ja, aber für die Expedition jetzt. Für die Expedition. Ja, wer hat doch gerade eben gesagt, er kommt dann mal in die Base. Er hätte ja, die Leiter hoch und dann hätte er Avengers Guard. Genau. Schwimm du ruhig, ich denke, dass du an Land ja dann wieder langsamer bist. Ich will mich nur kurz orientieren. Sind. Ja, doch. Bitte, ich schwimme über der Oberfläche und krieg hier Luft mehr. Blauer Airdrop. Ja. Ist, glaube ich, frisch kommt Fähige. Guck mal bei mir. Wenn du da oben runter springst, darüber. So, weiter. Boah, sieht der Skorpion mit der blauen Kralle geil aus. Ja, Reaper, mach die weg. Ja, hatte ich vor. Der 120er ist der links, wo hinter jetzt dir ist, kommt. Hinter dir ist ein Skorpion. Nessus, machst du dann mit bei uns im Spalt am 24. Ja, schon, ja. Wenn ich Zeit dafür habe, wir machen Zweitle mit 8. Deswegen muss ich wissen, wer da dann Ring kommt. Das ist getamed. Was? Getamed offline. Ah, okay. Muss ich gerade selbst kurz gucken. Das war. Okay, hier lang. Ich sehe den Dropnut. Er ist ja wieder verschwunden. Ich dachte, der ist gerade erst gekommen. Tja. Bist du noch hinter mir? Ich hab gesehen, wo du lang bist. Ich mache Instellungen, dass es nicht so leckt. Ah, okay. Ja, bist hier langsamer an Land. Ja, ich hab auf dich gewartet, deswegen. Also ich warte noch auf dich. Kurz auf. 5000 Leib auf Revenger.
25 blaue haben wir schon mal. Alter! Guck mal, wo dein Gemächt durchfliegt. Halt das mal unter Kontrolle. Weiß, ich hab dir nur gerade Schaden verhindert, weil halt die Wollrad auf dich drauf wollte. Ja, aber dein Gesäß hat mich in die Weltgeschichte rumgeschleudert. Super, kannst ein bisschen erkunden. Ich habe einen grünen gefunden. Na gut, dann hast du schon mal die Ressource. Oh, Revenger Love. So, jetzt. Movement macht auch nicht wirklich was aus. Ja, das haben sie ganz schön reduziert mittlerweile. Ja, perfekt hier. Na, jetzt soll ich fast die Pilze nennen, wer ziehe ich mich um. Und hier runter. Der Spino, ist der was wert? Hier unten normalerweise schon, ja. Teile. Nein, nein. Geht ja nicht. Ah, halt. Also ich bin voll, ich kann nicht mehr mitnehmen und ich habe noch nicht alles rausgeholt. Ja, wir müssen bei der nächsten Tour. Was haben wir denn? 115er Saal. Wir sind zum Farmen, nicht zum Tamen. Ja, ich denke mir dann halt, oh, aber ich ein endlich mal ein hohes Tier mitnehme. Ja, da muss ich hier unten einfach an, entweder an dem hier oder an dem unteren Fluss einfach gehen. Weil der untere Fluss einfach noch ein bisschen besser ist. Muss ich zusammen ein bisschen mehr. Stamina tanken. Und weiter. Noch hinter mir? Ach, okay. So Redwood-Bäume. Ja. Hier kriegst du auch das Harz, das benötigen wir ja, auch noch.
Harz brauchen wir für die Puppen. Bald mal wieder TLC geguckt, was da kommen wird. Kriegst du wieder einen Kotzreiz. Jo. Der Spiel wird richtig hübsch. Ja. Aber do, der ganz normale, langweilige Parasaurier. Ja. Kriegt jetzt so nah, dass er Tiere besser erkennt, sieht. Zum Beispiel der Stego jetzt da oben hinterm Stell, würde sie. Und Raptor-Attack zum Beispiel kann mit einem Hüftschwung abgewehrt werden. Okay. Dass der Raptor dann quasi Respekt hat vor dem Peitscheschlag und erst mal wieder wegrennt, bevor er wieder kommt. Oh, okay. Cool. Ja, das ist ein Stück normaler Pflanzenpfeffer war, wo die ganze Zeit nichts kommt. Ja. Was ist denn jetzt? Voll die andere Lichtverhältnisse auf einmal. Schlagartig. Boah, ne. Du musst die Sichtweite runterdrücken. Ja, solltest du eh hier nur auf Mittel haben, nicht höher. Von der Borde haben sie das Ding eingebaut. Das ist nicht nur einmal hier eingebaut, schon öfters hier eingebaut auch. Von wegen. Hat mir noch gesagt, das wird alles da geteilt und gemacht nix. Ja, ja, Marsch. Hier sozusagen diese blauen Steine hier hinten, das sind Metallsteine. Moment, ich gucke mal. Die direkt rechts von mir sind. Okay, hier guck mal, das ist Metall. Okay. Der andere Spot im blauen Gebiet, wo ich doch gesagt habe, der auch noch cool wäre. Da ist auf dem gesamten Plateau solche Steine. Ich zeig euch noch, einen anderen Punkt, wo einfach easygoing Metallfarm ist halt ultra viel Metall. So, wir wollen aber jetzt noch ein Blau. Nee, es ging darum, dass wir dort bauen und das so weit machen, dass wir halt auf der einen Seite noch komplett Metall farmen können. Da würde ich lieber auf einen anderen Spot gehen, hier vorne, wenn wir ins blaue Gebiet wollen. Da haben wir 5-6 Gaskollektoren, unten drunter direkt Perlen. Und langsam. Wir trennen uns zwischen den Maps. Ja, kommt dran drauf, aber wenn du mitspielen willst. Wir sind zwar Ad-Vibe, aber Admin-mäßig sind wir getrennt. Fähige macht dann Operation. Ja. Aber den Spot kannst du mir gerne zeigen. Ja, klar. Wir sind zwar trotzdem Edge-Vibe dann, aber ja. Sondern das war bei Wende dann aktiv mit so gewesen. Ja, mal gucken dann weiter. Ansonsten kann der Media vielleicht helfen, den Spot zu sichern. Du kannst ja weiter helfen. Ich sah nur, dass wir dann von Anfang an direkt getrennt sind. Ja. Aber er könnte mir theoretisch helfen, den Spot zu sichern und an den Spot zu kommen, wenn ich, er... Ich kann A, das Spot helfen, sichere und dann rüber auf Ragnar. Wobei ich Ragnarok ja auch sichere will. Ja, natürlich. Ab hier bleibst du bitte am besten bei mir. Weil es kann dann ich schnetze das Schaf noch und dann komme ich unter dich. Kann sein, muss aber nicht. Aber ich glaube, das blaue Gebiet ist nicht so einfach, als dass man das gleich am ersten Tag gesichert kriegt. Doch, das ist am ersten Tag sicher, wenn du weißt, wie es ist, kein Ding. Ja gut, so wie der Server jetzt eingestellt wäre, wird, baut das glaube ich eh. Also wenn das so eingestellt ist wie damals sozusagen, wo wir Aeration hatten auf dem PvE, dann locker. Ne. Naja, dann nicht, ne. Dann vielleicht am zweiten. Aber normal ist das locker. Ich erzähl doch ein bisschen. Also wir haben viel geringere Raten, ich glaube Farmen ist mal 8. Okay, ja dann. Aber es ist alles also, noch. Impi, siehst du hier rechts und links diese blauen Steine? Ja? Blauen Kristalle? Hinter dir zum Beispiel? Sind das nicht Pilze? Nein, hinter dir sind blaue Kristalle. Ja. So, aber wir gehen hier vorne rein, weil das ist zu wenig. Das ich hätte das auch schon mitgenommen. Glaub mir, so viel kannst du nicht transportieren.
Zeige ich dir nämlich auch nochmal, wo ich ja damals eigentlich bauen wollte. Oh, Schnecke. Oh, was ist denn das? Das sind auch blaue Kristalle. Das ist lila. Das ja, aber das sind blaue Kristalle. Immer Fische, wie geil die Schnecke aussehen vom Muster, wo es leuchtet. Ja. Und hier gibt's auch Dampfbeetles normalerweise hier. Ich weiß, warum du auf Aberration gehst. Warum? Weil der Spino beim Larve schwarze Woll gemacht hat. Ist eine Rollrad immer okay. Hier zum Beispiel wäre jetzt ein Dungbeetle. Unter mir jetzt direkt hinter mir. Und hier vorne was wegklatschen. Jo. Hab ich jetzt auch noch keiner gesehen? Aber ich hab uns auch nicht gesehen. Hier, bei mir. Ah ne, das ist Schnecke, okay, schön. Und hier ist auch eine Explorer Note. Wo? Hinter dir. Ja. Mal sehen, was da rauskommt. Ah, der Basilisk. Siehst du? Es hat ja die Collectors, wo ich mal geholt habe für die Playstation. Da ist jetzt der Basilisk nicht drin in dem Buch. Mhm. Und es gibt da keine Version, was ich schade finde. Ja. Weil so als Ark-Fan finde ich das Buch richtig cool. Oh ja. Vielleicht, dass halt so als neue Dinos dazukommen und alles, das ja. Weiß nicht, das ist halt doof. Oder halt das Buch von Arthur A. so gemacht, dass man es nachmachen kann. Ja, nachreichen oder kann, weiter inheften oder so, wäre ja auch cool gewesen. Oh ja. Oh, Fische, wir kommen mit ordentlich. Ich versuche gerade die Baumplattform für die Base hier so zu setzen, dass man sie von, ja, zwei, also dass man zwei zusammen so bauen kann. Gäb's du mir, du wärst doch der Ravenger gewichtstechnisch und bombet hier. Würdest du kurz auf meinen Monitor gucken, ich weiß. Achso, hier vorne ist auch noch eine Explorer Note, ne? Ah, ich hab mir so Baugugge. Ah ne, doch, war keine Explorer Note, das war hier nur. Hier vorne sozusagen ist noch ein Gas Collector und hier ist so ein Tech-Ding von irgendwem. Von Infect. Das Tech-Ding ist doch standardmäßig fest auf der Map. Was hier vorne? Nein, hier links ist noch Tech-Base. Eine kleine Tech-Base mit einem Kraken. Tech-Base? Ja, ja, mit einem Kraken oben drauf. Dann ist das die erste Tech-Base auf dem ganzen Server. Also das heißt Tech-Base halt ein Tech-Tor halt drin, ne? Ja, aber das ist das erste Tech-Gedöns. Denk mal, dass sie im blauen oder im roten Gebiet bestimmt noch was haben irgendwo. Irgendwer. Weiter unten halt dann, ne? Ich mach mal Licht ab, ich im Stream. Okay. Aber wir wollen ja nachher noch in ein ganz, ganz böse Gebiet. Ja, rote Gems braucht man ja. Ja, da wollen wir ja hin. Kurzer Tipp, wenn ihr diese Seeker, die ihr ja hattet, diese kleinen Flugviecher, ja? Da bitte das Licht ausmachen. Weil sonst haben wir ein Problem nachher. Da das Licht nicht ausmachst, war das in die Stärke. Du haust den Spino. Oh nein, alles gut. Jetzt habe ich ein Spino. Wie viel Weight hast du auf dem Ravenger? 800 noch was. Ja, wo du keine Glocke aufnehmen. Aber im Ravenger wiegen die Sario Venger. Ja, stimmt ja. Also habe ich eigentlich 16, wenn du es so siehst. Ja. Wenn du einen Rock Drake Schimmer siehst irgendwo, dann komm zu mir, ne?
Moin, willkommen im Stream. Hey ho. Jonas. Sind wir bis hier am Gems farmen. Damit wir gegen Abend Rock Tracks holen können. Ja. Wie lange bist du halt du? Bis 9 Uhr, denke ich mal. Wann bist du dann hier aber mit Rock Track? Ja, ja. Sarudin kommt um 6 noch. Ah, dann können wir mit 3 Mann losgehen, das wäre super. Weil einer wird definitiv sterben. Ich nicht. Aufbauen. Sehr wohl. Er wird sterben. Ja, also du wirst sterben und ich bring dann irgendwie die Eier nach oben. Klasse. Er opfert sich für das größere Wohl. Genau. Der High Level ist mir. Ja, oder Sarudi opfert sich, weil irgendwie muss ja was zeigen. Oh, ich hab die Ausritt. Stimmt, stimmt. Andererseits, wenn er stirbt, zeigt er auch was. Wie man es nett macht. Ja, das ist sowieso das, was wir machen werden, das ist sowieso Suicide Kommando. Entweder das klappt oder wir haben halt voll die Arschkarte. Versuch dann nichts Wertvolles mitzunehmen. Nee, deswegen nur diese Ausrüstung, die ich halt gesagt habe, die wir wirklich benutzen benötigen. Das ist ein normales Stellen. Oh, ja. Da ist irgendein Vieh. Was? Ja, ich frag mal, was ein Tier habe. Ja, ich glaube, ich sehe das ein bisschen besser als du. Meine Einstellung. Da würde ich noch streamen, könnte ich auch viel höher drehen. Wird zwar nicht so lecker, aber ja, doppelt die Belastung vom Prozessor. Nee, ich stell doch runter hier. Ach so, ja, gut. Mehr will ja dann, dass es kacke aussieht. Ja, was streamt nicht, nee. Hier zum Beispiel, das sind, die kriegst du ganz gut die Pilze raus, das sind blauen Pilze. Ich sehe dich im Moment nicht, da ich da die Kristalle schnitz. Ich hinter dir. Es ist ja total dunkel. Mhm. Die Hundearme. So, ich verteile ein paar Knicklichter. Dann lass mal los. Wieder zurück dann, ne? Aber wollen wir noch zurück? Wollen wir schon zurück oder wollen wir noch ein Feld machen? Ja, geht noch. Okay, dann auch geht's. Ich habe nämlich auch noch, deswegen frage ich gerade. Ja, ich bin einer voll ist. Hier ist zum Beispiel ein Dungbeetle, hier links. Sehen die anders aus? Bisschen, ja. Leuchten halt nicht. Direkt vor dir. Beige, guck mal. Wie so Tiger. Cool. Geh mal mit dem Licht weg, dann sieht's geiler aus. Alter, ist mein Radius groß. Guck mal, jetzt sieht man, guck mal, sogar vorne das Horn leuchtet. Sieht cool aus. Hast du was zu trinken, was zu essen dabei, zufälligerweise? Trinken nicht. Ah! Aber vielleicht okay. Kann ich doch gerne. Naja, nee, ich bräuchte noch trinken. Ich hab diese blaue Pilze. Sieht erfrischend aus. Ah, stimmt, die Aquapilze. Brauchst also nichts. Ah, ich hab grad verkackt. Die falsche Pilze. Ja, seltene Pilze. Ja gut, das ist nicht so schlimm, da ist der Hunger gleich voll. Genau. So, wollen wir noch Metall mitnehmen? Das reicht hier gerade noch den Metallspot. Metall ist wichtig für Fähigkeiten. Ja. Oder du zeigst uns den Spot. Für die Base. Ja, für die Base-Spot, da brauchen wir die Anzüge, also sonst kommen wir da hin. Aber der Base-Spot selbst, dafür muss man nicht die Anzüge dann dauerhaft tragen.
Nee, nee, das ist nur dieses kurze Stückchen. Da brauchst du, musst du entweder mit den Pilzen durch oder du musst halt die Anzüge haben. Sonst hast du halt Arschkarte. Das. Und los. Da kann ich dir sogar einen kleinen Trick zeigen. Standbild. Ich will, dass auch das Revenger voll ist. Ich hole dich nämlich nicht mehr hin. Okay. Megalosauren sind ja auch extrem stark. Ja, wir haben Kibbel mitgenommen. Du hast? Nee, muss ich noch auf den Airdrop ziehen. Warte, war gar kein Scheinhorn hier, glaube ich, gerade gemerkt. Welches Leuchttier ist denn das Beste? Von so einem Leuchteffekt? Naja, vom Leuchteffekt ist das egal, aber ich würde sagen, das Featherlight. Also das Fliegevieh. Weil, was ist das? Das ist halt einfach. Keine Ahnung, ich finde das auch cooler. Ich finde das auch cooler. Ist halt einfach mein kleine Geldion. Also das ist sowas wie Fred zum Beispiel das Demofodon. Ich habe immer ein Demofodon auf der Schulter gehabt. Ich mag den Scheinhorn. Nein, ja, das Shinyhorn ist natürlich süß, aber das die Eidechse. Ah, stimmt, Flowtail. Ich weiß nicht, das ist so ein Ding, was ich absolut gar nicht verkaufe. Das ist für mich nicht so. Ja, you're the oh. Base. Das ist so der Otter. Ich hätte ja gesagt, das ist das Demofodon. Ich mag das. Ne, das ist das Featherlight, das ist das Demofodon. Ja. Sind voll cool, die leuchten so cool. Ja, kurz Stamina. Ich finde es halt komisch, wenn du da ein kleiner Schar machst, dass dann halt der Hund so winzig schrumpft, wenn du ihn aufhebst. Mhm. Ich finde ein bisschen komisch. Ja. Na gut, wie geht denn das aus, wenn er riesig bleiben würde? Lustig. Einhorn? Ja, Bulldog. Ja, hier. Mal eine Frage. Ich habe es in einem Video gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Mit den Kletterhaken konnte man sich auch unter eine Baumplattform hängen. Ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Das ist eine Basis-Version. Jo. Und der ist offline. So. Und ich glaube, ja, es ist nicht gedenkt, mit dem Spiel da hochzuladen. Ich glaube es auch nicht, aber ich probiere es. Ich weiß doch, wie ich bin. Ah, das ist doof. Na, guck mal, hier ist Dings. So ein Kletterhaken-Ding. Ah, okay. Mhm. Tschüss. Ich würde sagen, das hier ist auch noch ein Aufgang zum Obergrund sozusagen. Was? Also soll Base Store ist nicht erlaubt? Wie bitte? Also von der Regel her wäre dann die Base nicht erlaubt, weil es ist ein Aufgang, wenn du das sagst. Ja. Ja, dann ist die Base nicht erlaubt. Atmen!
Ja, aber wir hatten nämlich auch überlegt, hier bei uns an der einen Stelle zu bauen, wo die Oberfläche ist. Ja. Und sozusagen hier hinter dem Tor da hinten ist ganz viel Metall. Weil wenn da die Oberfläche ist, ist es halt schon einfach. Keine Konkurrenz, man kann nicht nur aus einer Seite raiden. Einmal vor der Tür und einmal da vorne. Und dann ja. Fliegebild. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich jetzt hier an der Platz bin. Das müssen wir noch in die Regler infügen, dann für unsere. Mit der Aufgänge. Ja. So, kurz überlegen. Kann ich an der Oberfläche baue und zwar mit der Tech Wasserstruktur und so das Feuer umgehen? Nein. Hat das schon mal einer probiert? Nein, du kannst aber bauen. Man kann bauen, ja, aber ich dachte so, ich überlebe dann da drin mit deine Vakuum-Dinger. Bist da eine. Jetzt angegriffen hier, du. Ja, mir ist ein Raptor irgendwie. Bitte. Was denn mit dir? 100 Pferdchen, du. Ich muss noch. Warum ich mach das? Guck mal kurz weg. Ach, oh, ich krieg die Meldung, aber trotzdem, du Mörder. Aber jetzt ist er schuld. Richtig. Ich weiß nicht. Selma, grüne Gem? Na gut, grüne kriegt man überall. Ja, noch bei mir kriegt's überall. Wir sollten vielleicht auch zwei Behemoth-Tore nachher mitnehmen. Oder ein Behemoth-Tor und zwei, drei Dino-Tore. Oder mit den Dinos schon mal zum Vordergrund laufen können. Ihr könnt euch ja vielleicht eine komplette Ding mitnehmen. Mal gucken. Eine komplette Base oder so. Ja, aber schon. Wir brauchen noch einen Namen für das Cluster-Server. Vielleicht fällt dir im Chat was in. Recuperation. Hey, bestimmt, erklär doch mal, was wir überhaupt vorhaben. Was? Erklär doch mal, was wir vorhaben. Wie, was wir vorhaben? Den Server, im Cluster. Im Cluster? Ja. Wir werden als Admins, wenn wir mitspielen, wir werden den Log anhaben. Drei Maps sind geplant. Sender, Operation, Ragnarok. Im Moment ist es noch in der Diskussion, ob man Ragnarok-Dinos mit rübernehmen kann. Wir sind bei Operation gegen die Flug-Dinos mit rübernehmen, das wollen wir nicht. Das werden wir dann noch an die Regel schreiben, dass das keiner machen soll. Wer es dann doch macht, hat halt Dino-Vibe. Da wird nicht lang gefackelt. Wer das ausnutzt, kriegt halt Strafe. Ja, am schönsten ganz normales Spiele. Wir als Imperium und wer mitmachen will, kann mitmachen. Es wird PvP. Wir werden Raid-Zeit einführen am Wochenende. Das kann man dann alles nachlesen, wenn wir soweit sind. Wir haben jetzt erstmal so eingestellt. Fähige kann euch was über die Stats da. Die hat sich nämlich alles aufgeschrieben. Wir haben das nur so per forma alles mal so rauskau. Wir werden im Moment mit 5 Mods spielen. Das soll nicht mehr werden. Was ich persönlich nett haben will, ist, dass man im Nachhinein nochmal am Server rummiere. Der soll ever von Anfang an so sind. Und wird im Nachhinein dann nämlich verstellt. Also wie er am Start ist, soll er am Ende dann auch sind. Deswegen tun wir im Vorfeld jetzt schon mal gleich die ganze Sache diskutieren. Hatte mal vorhin schon eine sehr gute Runde, da ist viel rumgekommen. Wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt unterwegs zum Aufgang. Aufgang, okay, dann renne ich drum rum. Ja, welche Farme? Farme mal 8. Tamen mal. Ich glaube, alles mal 8. Mhm, außer, ja, gut, aufzuchten, so war anders da. Genau, Breeding war mal 25. Zweitgröße ist 8.
Und am schönsten kann man ordentlich bauen. Wir haben im Moment Strukturlimit auf 5000. Dino-Begrenzung läuft im Moment nur auf Plattform-Dinos. Das heißt, ja, wenn ihr euch Dodos tamen wollt und 5000 in die Base stellen wollt, geht das. Wenn er aber PvP-mäßig Tiere züchten, dann ist die Begrenzung halt bei der Plattform-Dinos drin. Das wird im Moment hochgerechnet, dass es 50 Tiere waren pro Tribe, die mit einer Plattform bestückt sind. Es ist dann egal, ob das ein Farmquetzel ist oder ein Paracer mit einem Holzhaus drauf. Insgesamt nur 50. Aber der Rest, wenn er jetzt die 50 Plattform-Dinos hätten, können da immer noch ihre 5000 Dodos haben. Oder T-Rex. Ja. Oder Spinos. Oder Stegos. Das geht also immer noch. Strukturlimit ist 5000. Wenn es einer übertreiben will, wird das halt merken. Aber im Normalfall merkt man das nicht. Turrets 150. Wir haben bei S Plus die eklige Turrets ausgeschaltet. Ich denke, das weiß jeder, was das heißt. Und so OP-Sache, der Mutator, wo jetzt eine neue Funktion hat und sowas. Das haben wir noch aus. Aber ich werde noch mal ein ordentliches Infovideo raushauen, wo das alles genauer dann steht und wie es geregelt ist. So, ich schwimme jetzt mal darüber. Du kämpfst mit dem Aufgang? Na, hast doch. Ja, ich hab's jetzt. Fächer, du musst mit einem Revenger runterkommen, wir sind ordentlich belad. Nein. Doch. Geht nicht. Warum? Du bist nicht oben, alles klar. Gut, Nessus, ich muss dann eher mal hoch, weil ich bin hier schon von vornherein voll. Ja. Wenn nicht, klettern wir die Holzleiter hoch, dann hast du direkt der Revenger. Ja, hatte ich kurz vor. Ich wollte jetzt nur erstmal kurz auf Toilette eigentlich gehen. Schnell. Also wenn wir bis jetzt gleich ein Erdbeben haben, bin ich tot. Nee, du musst, darfst nur nicht klettern. Du musst einfach dran hängen bleiben. Dann bleibst du auch dran hängen beim Erdbeben. Nur mal so ein Tipp. Darfst nur nicht klettern. Du musst nur hängen bleiben. Da passiert nichts. War das nicht bei S Plus? Bei dir mich noch? Ja. Ah, ich dachte, ich habe das Mikro schon gemütet. Die ist ausgeschaltet, was du jetzt Mensch. Okay, gut. Ich hab's auch schon vermisst. Nessus hat die Turboleiter genannt. Turboleiter. Aufdrücken und wupp. Jo, die wäre doch echt praktisch an deinem Punkt. Mhm. Welche der Base-Spot? Also gut, klar wäre schon der Base-Spot, aber jetzt die Hauptbase, wie sie gesetzt wird. Siehst du, wenn du hochkommst, siehst du. Fächer hat schon angefangen. Fächer, die Sachen sind aber noch ganz oben abzuladen, oder? Ja. Fächer und ich haben sich die Tage YouTube-Videos reingezogen mit Klippe-Plattform-Base-Bau. Dass wir da total Shit-Kram bauen. Ja, ich habe mein Wissen erweitert, indem ich mir nochmal von Baumplattformen PvP-Basen angeguckt habe. Weil kann man ja auch von normalen Baumplattformen mit übernehmen. Mhm. Ich schmeiß ja die blauen Gems in die Dings. Ja, auch Leder mit und Polymer und Shit. Muss unbedingt mal Azug repariert werden. Nein, Saru, wir sind auf Operation, ne? Ich stehe neben dir. Da war wohl jemand schneller. Welchen, wo ist das Polymer? Ah, Sarudin. Ah, Sarudi? Ja. Wir bräuchten dich auch nachher so mit ein, zwei Anzügen, um für uns zu sterben. Für das Gemeinschaftswohl. Um für uns zu sterben. Das klingt irgendwie komisch. Ja, okay, wieso? Wir müssen dann unten vielleicht Eier mal holen und dabei wirst du sehr wahrscheinlich dann dein Leben verlieren.
Aha. Du wirst sterben zum Wohle aller. Genau. Das heißt, du schnappst dir ein Rocktrack-Ei, dann fliegen die alle Rocktracks hinterher. Dann schnapp ich mir ein Rocktrack-Ei, Impi schnappt ein Rocktrack-Ei und wir gucken, dass wir dann ganz weit von dir wegkommen. Alles klar. Und du wirst dann wahrscheinlich sterben und wir kommen lebendig raus und haben Rocktracks. So ist zumindest der Plan. Du bist das Opfer. Genau. Wo soll ich die blauen Gems denn tun? Wenn ihr Schutzausrüstung braucht, müsst ihr es in den Fabricator packen. Ja, mach das rein. Und Polymer war noch in meinem. Hab ich mitgebracht, ein bisschen. Ja, ich habe ungefähr 6000 vom so anderen Server mitgenommen. Ja, gut, so viel habe ich nicht dabei. Ich habe auch, glaube ich, 30.000 Zementpaste mitgenommen. Mach okay. Ich meine, kann man ja mal machen. So. So, ich bin jetzt kurz auf Toilette. Lasst mich alle alleine. Bin doch noch da. Kannst du die Schutzausrüstung herstellen? Nee, ich glaube nicht. Obwohl, ich kann sie jetzt erlernen sonst. Ich habe Punkte. Nee, ich mach schon. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, 3 Stück haben sie gesagt pro Person. Ich habe eine. Irgendwie hat auch eine, also 7. Ach nee, einer ist noch im Tresor. Ich krieg keine 6 ganzen Ausrüstungen zusammen. Irgendwas fehlt für eine letzte Hose. Ich vermute Kristalle. Okay, für jeden sollten dann 3 vorhanden sein, wenn alles fertig hergestellt hat. Herr Imperator, ich denke, Ihre Rüstung ist dann fertig repariert. Passt. Aber nochmal kontrollieren, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Also, es ist in der Warteschlange, ja, weil ich stelle insgesamt alle 6 Ausrüstungen her, sodass jeder von euch sich 3 mitnehmen kann. Eine ist noch im Tresor. Wieder da. Ich brauche ein Baulicht. Und wie bin ich? Also ich verstehe ja nicht, warum es mich von den Kletterhaken runter und schweißt. Ja, wenn es Erdbeben ist, aber auf den Seilen kann ich weiterhin laufen. Gut, ich habe mal 3 Ausrüstungen.
Kletterhaken habe ich noch nicht. Was brauche ich denn jetzt alles? 3 Rüstungssets. Und 50 Kletterhaken. 50. Ne, 15. Gut. Oh Mann, jetzt war ich so weit mit dem Bauen, jetzt darf ich alles wieder abreißen. So, ich hab mal Sets. Hallo? Hallo? Ah, ich wäre so weit. Ich brauche einen Moment. Sarudi braucht nur 2 Sets und 5 Kletterhaken, weil er stirbt sowieso. Aber ich hab's eine Bulldog oder soll ich den nicht durchlassen? Nimm mir mit. Aber halt dann ausmachen. Außerdem können wir ja gerade mal eine kleine Base mitnehmen, halt mit einem Dino-Tor und wo wir dann die Ravengers reinstellen können. Und wir brauchen noch so 20, 30 Schusshaken, also diese Ziplines. Oh. Jeder? Nein, einer, einmal. Aber wir machen uns dann gerade einen Ravenger-Weg nach unten. So, die in einem Studi? Ja. Die habe ich nicht gebaut, weil es keiner gesagt hat vorher. Ich ja, hab noch 5. Aber ich kann sonst selber bauen, glaube ich. Okay. Ich werde noch mal kurz 1-2 Sachen erledigen. So, die müssen immer noch einen Namen für unser Cluster. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Der Chat hat auch noch nichts gesagt. Mir fehlt ein paar Schuhe von dem Anzug. Im Tresor ist auch nichts. Haben wir noch irgendwo einen Bank leer? Ne, ist nichts drin. Okay, hier muss ich hier ist eine Werkbank, mache ich. Ja, ich nehme eine Werkbank. Ich brauche so, ich meine Zeug jetzt reinlegen kann, ohne dass ich gleich die komplette Werkbank umsortieren muss. Ich finde mein Revenger nicht mehr. Kann die doch auch schnell lernen. Ich nehme dann. Haben wir noch von den Wingsuits welche da? Sollte am besten keinen mitnehmen. Doch, du brauchst auf jeden Fall einen. Achso, okay, gut. Wir nehmen aber erstmal eine ganz normale. Mein Ranger heißt Maleficent. Ja, da ist es nicht. Aber wir haben ja eine ganz normale Flak-Set jeder an, richtig? Ich dachte, die Dingensrüstung. Ich habe Flak dabei, aber ich habe das ja, jetzt schon auch. Die Flak sozusagen nehmen wir für den Berg runter dann. Runtergehen. Ist die repariert? Sozusagen, dass wir halt in dem radioaktiven Bereich sind, dann halt. Ich finde ihn laut. Ja, ist noch ein Standardschlag. Was hast du mit? Der war gerade auf meiner. Der war auf der Baumplattform, er war da auf dem Seil. Am Hochweg ist er. Beim Boot. Im Wasser? Ja. Wenn du Follow hast und auch im Baum rumdänst, ist kein Wunder. Sarudi, kannst du nochmal von diesen Zipline-Dingern was herstellen? Mir fehlen Steinpfeile. Ja, ich hab welche. Sollte nochmal bekannt im Leben sein.
Ja. So 10 Stück brauchen wir ungefähr. Noch 10, 15 Stück. Kannst du mir noch ein Wingsuit herstellen? Dafür fehlt Basern. Auch kein Problem. Hast du die Dinger Zipline schon rausgenommen? Ja, habe ich. Okay. So. Schön. So, tschuck. So, kannst du noch einmal Schuhe für mich herstellen, bitte? Die Dinger habe ich nicht gelernt. Es sind keine mehr im Tresor. Ne, mir fehlt einmal ein paar Schuhe, fehlt mir. In. Da ist doch noch ein paar Schuhe im Tresor. Würde ich auch gerade sagen. Oh. Von das den Strahlenschutz? Ja, das ist eine komplette Strahlenschutzausrüstung. Hier sind Hände, hier ist ein Kopf, hier ist eine Brust. Such mal nach Schutzanzug, dann findest du alles. Ah, da. Okay. Gehe ich am besten, bevor ich Suizid begehe, noch einen von euch die restlichen Sachen, ne? So, ja, so ungefähr, ja. Du brauchst ja sozusagen auf jeden Fall eine Rüstung mit Wingskleider geht auf jeden Fall mindestens drauf. Ich nur eine. Schöne Sache, du. Falls ich will. Dann gebe ich euch vorher noch die Flakrüstung und den einen Schutzanzug. Ja. Und die Ziplines, wenn ich sie bis dahin nicht verbraucht habe, und die Armbrust. Ich habe noch 5 Ziplines, ich brauche dann nur Armbrust und nein. Weil ich hier oben. Nimm die Ziplines, die nehme ich mit, weil ich mach den Weg dann runter schnell, weil ich ja, ich habe standardmäßig dabei. Okay, gut, alles klar. Und die haben wir dabei. Ich habe jetzt nicht extra gemacht, das war schon so. Fähige, da ist die OP-Motorse. Und fragt noch ein paar Mal so gesucht. Wie? Achso, vielleicht dahin kommen. Base wollten wir noch mitnehmen, eine kleine. Wie soll ich jetzt eigentlich da hinkommen? Also wir gehen mit dem Revenger dahin, mit 3 Revengers. Deswegen hat der die Ziplines, weißt du? Ah, meine steht unten. Und noch Holz und Stein hier nehmen. Revengers nochmal zücht vorher. Das wäre, können wir machen, ja. Rieche, komm mit deinem nochmal her. Meinst du, das ist ein Weibchen? Ja, das weh. Aber normalerweise sollten die nicht. Aber ich brauch die zum Bauen. Ja, und? Dann guckst du halt auf den Timer. Wir haben hier kein Holz mehr, zufälligerweise. Du kannst auch Pilzholz nehmen. Ah, okay. Stimmt. Ah, da. Okay. Unten. Wir hier oben schon was zu trinken? Ja. Ja. An der Bette. Okay. Hat mal irgendwer was zu essen für mich? Safe muss was sein. ja, okay. Im Nessus 2 Revenger ist es weiblich. Weiß ich nicht, ich hab nur Nestor geschrieben. Ja. Und Essen und Trinken sollten wir mitnehmen, genau. Das.
Kann ich ansonsten Savager nehmen oder wem gehört Savager? Das ist meiner. Okay. Haben wir nur Weibchen und ein Männchen, zwei Männchen? Anscheinend. Werden die nicht schwanger? Ja. Mhm. Das dauert dann 10 Minuten. Saradin, bin moderne Fest, wo ich drauf sitze. Der ist nicht in Range vom anderen. MP? Oder hast du, du willst ja noch warten, oder wie? Ja. Gut. Dann die Revengers sind überlebenswichtig für deinen Spot. Ja. Deswegen, wenn wir mit 3 gehen, dann soll er ersatzlos sein. Hat jemand von unten die Nanny geholt? Der ist Nanny habe ich eben hier oben irgendwo gesehen. Ah, das will ich. Wo ist die Nanny? Irgendwo gesehen, aber ich weiß auch nicht wo. Nessus, bin mo an. Wie geht das? Ich habe die Dinos gemacht. Ja, jetzt will er Paare, perfekt. Achso, wie schon gesagt, irgendwie, wir können erstmal die Flakrüstung bis runter hintragen, bis zu der ersten Ebene. Was können wir runter tragen? Bis runter können wir die erstmal die Flakrüstung auch benutzen. Ja. Die nutzt sich weniger ab als. Wir sind jetzt aber eh erst mal 10 Minuten. Ja. Hier. Gut, dann bin ich noch mal kurz auf, klar? Was essen? Gleich. Genau. Gut. Bis gleich dann. Da, verdammt, Fleisch. Hast du Fleisch für die Babys? Ja, ich habe Fleisch für die Babys, Honig für die Nanny. Ich stelle die Nanny gleich auf. Ich suche gerade nur noch unseren Futterdruck, aber ich glaube, da muss ich einen neuen bauen. Übrigens, unser Turret hier unten ist aus, ne? Ich kann keinen Futterdruck bauen, weil kein Metallerz. Aber die Nanny hat, glaube ich, auch Babyfutterdruck erstmal. Welche Gummo? Oh shit. Sag mal, ich hab doch Wandern aus, warum latschen die? Wir haben ja alles, was wir so brauchen, aber. Und es ist ja gut, dass wir so viele weiblichen Dinge haben.
Ich will auf jeden Fall wieder ein Baby von meiner. Ja, ich nehme das aus dem Nest nämlich. Ich habe hier vorhin schon eine blaue Spitzhacke aufgehoben. Okay. Hat wer Metallerz aufgehoben? Ich habe grüne Gems aufgehoben, da war ich irgendwie ganz geil drauf. Na, ja, ich dachte halt mit. Wir brauchen Metallerz. Dann kann ich einen Futtertrupp bauen. Na, dann nimmt der Leuchthund und Ravenger und tschüss. Wär ich doch wo. Wir haben doch gestern gemerkt, dass der Weaver King nicht dabei ist. Ja, aber ich habe mir jetzt extra alles gecraftet, um dann der Base zu bauen. Und jetzt möchte ich da halt unbedingt weiterbauen. Ich brauche eine Glasflasche oder sowas. In der Smithy hatte ich vorhin noch ein großes Wasserglas gefunden. Ist halt leer, musst du auffüllen. Okay. Warte, dann gebe ich dir meins. Ist in das Missy. Was braucht man denn alles, um Element herzustellen? Gems, Batterie. Countdown läuft. Wie viel noch? Also der erste kommt in 45 raus. Minuten oder Sekunden. Wir haben kein Stroh. Ja, und hier ist ein Rad. Und ab. Ich hätte einen Grinder mitnehmen sollen. Futterkrug. Ich habe keinen, weil ich kein Metallerz habe. Und Fleisch ist ansonsten im Wald. Ja. Oh. Wieder da. Dauert noch 5 Minuten. Okay. Ah, komm, ich wollte noch Pilze mitnehmen. Aber was sagt ihr zu der Position, wo ich die blauen Plattform gesetzt habe? Herr Imperator, wäre es Ihnen möglich, mir irgendwann mal die zweite Baumplattform zu geben? Dann könnte ich nämlich gleich die zwei Basen miteinander verbinden. Ich habe auch eingesucht. Ja, ich erwarte
suche jetzt aber Revenger Baby. Ihr sucht gerade wirklich nach einem Airdrop? Hm? Ihr hättet was sagen sollen. Ich habe gerade einen geholt. Also ich habe gerade ein Viech runtergeladen auch. Was hast du dann geholt? Einen Bulldog, den ich mit drüber genommen hatte. In einen guten. Müsste da auch dann verzüchten. Auch reinzüchten. Maximalladung. Ja, also gut. Guten in Form von 1800 Ladung. Ich weiß nicht, was der vor Leveln hatte. Ich hab den Leuchtradius gerade bei meinem LED-Licht erhöht. LED. Das war nicht hell. Meiner ist besser. Habt ihr noch Pilze hier? Was alles, was wir haben, ist drüben in ein paar Maschinchen. Warten Sie ab, jeder steht hinter einem Ravager und irgendeiner hat Drillinge. Das unterwegs noch holen. Butterrohr könnten wir noch eigentlich bauen. Ja, ihr fährt Metall dafür. Wo könnte man bauen? Butterrohr könnten wir noch bauen. Ja, Metallerz fehlt. Geh Metall fahren. Ich werde dann wahrscheinlich gleich gehen. Metall fahren und Stroh fahren. Aber nicht gehen wir all, damit der Futterkrug für die Babys steht. Und dann gehen wir erst richtig los. Was war denn das? Das ist wie beim Wolf, das ist Rudelanführer. Die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor den ganzen Babys. Die Nanny nicht auch so ein Futterdruck? Ja, für die Babys ist die Nanny auch ein Futterdruck, deswegen habe ich da auch schon Fleisch reingepackt, wenn es keiner rausgenommen hat. Ich muss halt hier beim Bauen, ich möchte halt auf jeden Fall da drüben noch neben die eine Metallplattform eine zweite nebendran bauen, weil eine wird zu wenig Platz bieten für alles. Beziehungsweise mit einer zweiten nebendran ist einfach ein bisschen mehr Platz vorhanden. Ja. Und wenn die zweite nur eine Landestation ist, wo man Revenger drauf parken kann. Vielleicht gibt's Babys. Sind alle Drillinge? Ja, das wäre lustig. Totales Chaos. Ich hab nur einen. Wie war das mit Drillingen? Echt jetzt? Du hast welche? Ja, los, Fähige nehme. Einfach das, was bei ihm rauskommt, nimmt er. Nee, hier, jemand hat schon das. Ich habe gerade mit raus schon genommen gehabt. Denken wir uns wandern.
Bei meinem Ravenger steht die Uhr still. Ja, steht da immer. Ja, ist normal. Kann's auch nie hinkriegen. Ja, stimmt doch. Gut, die Mutter, wo geworfen hat, kann ja dann schon wieder verwendet werden. Ich warte jetzt noch auf meins. Da die Uhr steht, weiß ich nicht, wann es losgeht. Also mein Baby sollte man bitte nicht ver- meine Tier möchte man bitte nicht verwenden, denn man kommt damit nicht weit, das ist nämlich voll. Ja, im Nessusalm ist A-Base drin, also ich gehe wieder auf der Anubis, wenn ich das A genommen habe. Ja, er hat die Base für euch mit dabei, aber ich habe das Base für die Hauptbase. Ja. Dann stellen wir die Hauptbase dahin. Fähchen, Futter noch. Ja, Rudi, du hast den noch auf Follow, ne? Was? Ich hab den gerade mal abgepfiffen. Ja, okay. Das hab ich eigentlich doch gerade gemacht. Fleisch ist drin. Ihr müsst die Werte bitte reinschreiben. Meinst du, es mit 750 Gewicht schon rauskommt? Meine auch. Meine auch. Nein, deins hat nur 730. Echt? Oh, ich dachte, es hat 730. Ach, egal. Mensch, so ein Mist. Gleich umbringen. Du! Ja, wenn ihr Fleisch und sowas dabei habt, können wir euch direkt los. Dann. Ja, wir müssen nochmal Metallverfähige holen. So, okay. Jetzt gehen wir alle los und dann alle zurück und dann können wir richtig die Tour starten. Hat jetzt jeder Babys angenommen? Nicht, dass du irgendwo noch eins steht und dann... Und wild rum. Zwei Babys angenommen. Fünf Babys haben wir jetzt. Kann ja nicht stimmen. Das Ende war Drilling. Da fehlen noch Babys. Nee, hier ist Sahudi hat auch noch einen. Also es gibt sechs. Aus vier Weibchen. Okay. Das kommt hin. Gut, wir... Ah, du hast doch vorher. Ich hab gemeint, es wäre Bulldog. Warte, wir brauchen nochmal Metall, oder wie war das jetzt? Wir holen kurz Metall für Fähche. Zu dritt in dem Aufgang. Ja, ich. Dann nochmal her, abliefern. Und dann startet die Tour. Ja, ich muss schnell mein Tier leer machen. Ja, ich brauche ihn. Maria vom Blue Gems Farm. Denkt an Bulldog. Moment, ich habe gar keine Spitzhacke mehr. Mischel, die Forge steht neben dem Fabricator. Und wenn ich pulse, da ist nichts in der Nähe. Geräte, die an sind, der pullt er nicht. Warum kann ich nicht am Fabricator reparieren? Was ist denn das? Weil du an der Smithy reparieren musst. Hä? Hast du mir jetzt mal Spitzhacke abgenommen? Ja. Unten die und es fehlt Leder. Aus? Ja, da fehlt wahrscheinlich Benzin. Ja. Ich hab Benzin mitgenommen, irgendwo ist es. Im Fabric, 400 Stück. Ihr braucht alle jetzt eine komplette Schutzausrüstung, nicht vergessen. Achso, müssen wir da Schutzausrüstung tragen, wo ich im Müll drin ist? Ja. Du kannst die 2 Meter auch ohne machen, aber... Ja, das merkst du dann halt. Gut, gehen wir? Oder sind wir schon los? Warte kurz, ich muss wieder hoch. Oder kannst du mir eine mitbringen, eine ich Rüstung? Hab eine. Er hat ja Instecker. Ich hab ja... Ich hab alles ausgeladen gehabt, deswegen. Ja, nee, ich halt hab nicht. Den Hund vergessen. Oh Gott, ich sehe halt. Ich muss mal... Bin hinter dir. Ja, ich muss mal kurz... Reinlegen. Silvan, du kommst schon, geh ich, ne? Wie du willst.
Ich muss mal kurz. Dauert einen Moment. Guck mal, wir haben eine Ravenger-Zuchtparty gemacht. Weil wir jetzt Rockdrakes gehen und dann werden wir Ravengers verlieren wahrscheinlich. Nee, Ravengers nicht. Die brauchen wir nur für den ersten Trip. Und das sind ja dann 3 Etappen. Hey, ich hasse das. So, du willst einen Schutzanzug haben. Bitte, ja. Also so welche Leuchter brauche. Nee. Doch, dort wo Metall ist, wird Leuchter gebraucht. Er hat ja vier dabei. Nur bei Nameless. Nur bei ja, Nameless. Das ja, ja, welche. Dort das sind ist ja Nameless. Das Problem. Was, aber dann komme ich kurz zu euch und dann sind die wieder weg. Nein, die buddeln sich hier nicht mehr ein. Du musst dann die dauerhaft bei irgendwem von uns im Kreis bleiben. Wo ist der... Wo ist mein Ravenger? Ich hab gesehen, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ja, ich hab gerade natürlich wo, wo seid ihr? Eingestellt und so. Wir wurden vom Iguanodon. Ja. Da, Rudi. Wo seid ihr? Dunkel, ne? Ich bin bei der Tain-Falle. Wir sind bei der Rollrad noch. Achso. Ich bin von oben einfach runtergesprungen ins Wasser. LED anmachen, fällt mir dabei ein. Das ist mein Name. Okay, Baustrahler. Baustrahler? Der ist auch nicht schlecht, Baustrahler. Was ist dann Fähchen? Obwohl, das ja, das müsste eigentlich Fähchen sein. Meins ist ein Funkelstern. Okay. Oh. Nessus, hast du die Straßenlaterne dabei? Ich hab hier ganze Firma hab ich dabei. Firmenbeleuchtung. Er heißt aber immer noch Bulldog bei dir. Ich hab keinen dabei. Ja, ich weiß. Ja. Baustrahler. Ah, was brauch ich denn? Weiß noch nicht, wie ich mich verfolge. Flutlicht. Flutlicht? wie nennt man die Fußballstadion-Dinger? Flutlicht. Ah, ist das Flutlicht? Ah, das ist Flutlicht, okay. Bin nicht so schnell. Oh, ja, dann sollten wir warten. Ich hüpfe. Sonst haben wir gleich ein paar Nameless. Ach, da seid ihr. Wir laufen uns gerade hoffnungslos, weil keiner genau weiß. Hast du eine Baustrahlaxie? Okay, wir sind hier, wir müssen weiter runter, alles klar. Halt, ich hab einen Nibbel. Ha! Move on speed. Ja, und du wirst gleich ein Problem haben, wenn du so weitermachst, ne? Warum? Weil die Viecher hier schon auftauchen. Ja, das ist doch kein Problem. Ich kenne mich auf Aberration aus. Ich habe wahrscheinlich schon ein paar mehr Stunden als ihr. Ach so, Dingens umziehen. So viele Schadenszahlen. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, jetzt haben wir ein paar Nameless, ne, Impi? Wieso? Ja, weil Nessus nicht in den Dingens war. Gut, ganz zurück. Gut. Rudel dich doch an, ich glaub mal nicht. Ich will doch killen. Guck mal, der hat ein Hemd, ey. Ein paar Nameless, holt der hier rum. Ich meine, ich gegen den Nameless Queen gekämpft, ey. Wollten wir jetzt auch nicht. Oder gegen die Reaper Queen. Bleib mal fort, bitte, ne Dinger. Nee, ihr habt ja nur gegen den Reaper Surface King. Silvan, das ist der schwächste Reaper King. Ich hab vor, am 24. Cluster-System aufzumachen mit Center, Aberration und Kaki Woki. Wir brauchen noch einen Namen für das Saber-System. Was ist hier? Yes! Yes. Ein paar Nameless, ey.
Also beim letzten Mal, wo wir hier waren, haben wir es geschafft, fast die ganze Höhle zu holen. Ne, ich bin aber auch einmal mit dem Gleiter durch die ganze Höhle geflogen, ne? Natürlich ohne Baustrahler. Ja, weil Imperium und Underdogs nennt man nicht mehr. Wir wollen uns neu erfinden. Ich fand ja zum Beispiel cool, einer von vielen, aber der ist leider schon besetzt. So, ein Server von vielen. Aber der ist schon besetzt. Der Revenge. Revenge gibt's auch schon. Ah, stimmt. Haben wir sogar schon gezockt. Bummelbude! Genauso wie es Kuhschubsklan schon gibt. Der Kuhschubsklan ist doch. Vielleicht irgendeine Dino nennen. Ente. Ah, da gibt's auch schon genug, bestimmt. Weh doch mal. Einfach den Server Ente nennen. DuckTales. DuckTales. Das wird eigentlich passen. Tick, Trick und Track sind ja drei Server. Stimmt, und die Server dann auch so nennen. Ja. Das System DuckTales und die Server dann Trick, Trick und Track. Silbern, was sagst du dazu? Silbern, halt ihn auf, das darf nicht passieren. Ja, das darf echt nicht passieren. Es wäre doch witzig, Samo. Ey, du nimmst sowieso keine Vorschläge an. Efi willst du auch nicht. Nee, nehm ich auch nicht. Freelancer. Dann nehm das an? Ja. Du blödes Zombie. Komm her, Junge! Gut. Wir wollten da ein bisschen Erz holen und was ist jetzt? Jeder Ravager wird ans Ultimo gefarmt. Ja, bestimmt noch. Lustig. Silbern ist Afer, tick, tick und tack. wir brauchen ein paar. Achtung, Nameless. Jo. Ed. Mach euch Kleinholz aus euch. Brauchen wir uns? Fische kommen schon klar. Ich hab keine Nameless bei mir. Ah, das Gute. Ja, ich geh zu dir noch. Ich hol die hier weg. Oh, da war noch einer. Ja, das ist normal. Ja, der wächst da gerade. Ja, ich fahr mir weiter, mach du mal. Hier gibt's schon. Erledigt. Aber die Nameless spawnen auch, egal ob du das Ding anhast oder nicht. Deswegen habe ich keinen dabei. Also bei uns, wenn wir bisher hier waren und wir hatten das Ding auf der Schulter, kam kein einziger nehmen das. Kommen trotzdem. Ich spawn, sobald du einmal das Dings drauf hast und einmal diese Queen, sag ich mal, da gespawnt ist, also da hat die Alpha, dann kommen die immer wieder. Ja, das ist hier aber anscheinend noch halt, mehr passiert. Bis du halt nicht den Alpha getötet hast und alle gleichzeitig tot hast. Das ist hier noch nicht passiert. Ja, ja. Jetzt kommen die Ausreden. Ihr seid total schlampig. Wir hatten gesagt, dass wir jeden Stein mitnehmen wollen. Wir wollen ein bisschen. Wir lassen jeden Stein stehen, der nicht in unser Muster passt. Genau. Guten Abend, Codex. Also ich stehe die ganze Zeit bei so Rudi und in dem Ding drin, also. Offensichtlich ja nicht ganz. Ich stand direkt in dir. Also ich habe fast mit dir gekuschelt. Ich
Hier ist euch ein Reaper King entgegengekommen, oder was? Nee, wir waren an der Oberfläche. Wir waren oben und haben uns den entgegengelockt, sozusagen. Ich wollte gerade sagen. Ich sah nach Gugelmo, Sina, deine Schwanz nett, das ist doch so Vieh. Ja. Wir haben sogar gesagt, ja, ist so, und dann pullst du den. Das war nicht so geplant. Ich habe nicht den gepullt, den ich entdeckt habe, das war noch einer. Wow. Aua, da oben sind immer 4-5 Stück oder so, vielleicht sogar mehr. Ich fand, das war ein sehr lustiger Auszug an die Oberfläche. Ja, du hast schnell auch überlebt. Ja. Ja, ich habe ihn auch überlegt. Ich habe sogar deinen Revenger noch gesichert, also. Also mein erster Ausflug hat damit geendet, dass ich verbrannt bin. Nee, das war bei unserem allerersten Ausflug, wo wir zu zweit waren. Da hat's gebrannt. Da haben wir uns den... Die Explorer-Note geholt. Ich bin halt da gewesen, weißt du, hab mich voll gefreut. Oh, cool, mit dem Ding und sowas. Alles da oben gefarmt und gemacht und getan und hier dann mit dem Dings, weiß gar nicht, was ich da oben war, ich glaube, ein Spiel, wo wir die Dings gebaut hatten. Den Aufzug. Und auf jeden Fall wieder ich dann gefarmt. Ich bin jetzt voll, jetzt kann ich mal zurück, ne? So auf dem halben Weg zurück, fängt auf einmal alles an zu brennen. Ich dachte mir so, nein. Codex, soweit sind wir noch nicht. Wir werden jetzt gleich. Wir haben jetzt Metallkohl für Fische, dass er weiterbauen kann. Und wir sind dann zu dritt für Rocktrakes unterwegs. Also, My Revenger ist finish. Dann pack ihn mal, da ist noch genug Platz. Wo bist denn du überhaupt? Da, wo das Licht ist. Ich sehe nur ihr uns. Ich hab schon entladen bei dir, MP. Also, mein Ding hat 1500 Gewicht. Ah, yes. Ja, da können wir ja noch die Oberfläche mitnehmen. Das armes Tier. Ja, genau, dann machen wir die Oberfläche mal schnell mit. Ja. Ich habe nichts zum Kämpfen dabei, ne? Ich habe ein Schwert dabei. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du wenigstens das Sturmgewehr dabei hättest. Mm-hmm. Auch so, die Oberfläche war nicht geplant. Ja, wir sollten jetzt normalerweise auch eigentlich mal dann an die Base gehen, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, genügend Metall erstmal ein bisschen. Immer so. Also, bei mir ist noch Platz. Ich weiß. Bei mir auch. Lass uns mehr laufen. Ja. Ey, pack doch bei mir noch was rein. Nein. Das ist gut jetzt. Wir wollten ein bisschen. Wir müssen zu den Rocktrakes. Ja. Okay. Wir haben uns doch voll drauf vorbereitet. Ich bin da voll für, weil das wird mindestens nochmal 2-3 Stunden bestimmt dauern. Also bestimmt. Wie ich halt so mein Glück kenne mit Rocktrakes. Ich glaube, die erste Rocktrake-Tour, wo wir halt übel verkackt haben, wo ich dann alleine noch runtermarschiert bin. Da haben wir, glaube ich, bestimmt 4 oder 5 Stunden gebraucht, dass wir unten waren komplett. Mit allem drum und dran. Dann, wo wir dann alles unten soweit fertig hatten und Rocktrakes und sowas geholt haben, dann habe ich sogar irgendwie gefragt, ob er dann streamen will, aber das wollte er nicht. Ich fand ja hier die Stelle so geil mit dem Bauen. Du könntest so deine Base bauen, dass... die Tiere, die Gegner, wenn sie tanken wollen, im Strahlenschutzgebiet tanken müssen. Ja, denkt doch mal drüber nach. Für PvP-Zwecke ist es sicher cool, weil wenn sie im Strahlengebiet stehen müssen, um zu tanken, wenn das mit den Turrets auch so eingestellt ist von der Reichweite. Muss sie nur die Suppe reinkloppen. Nee, dann kriegen ihre Tiere auch dauerhaft Schaden. Musst du nur die Suppe reinkloppen. Du machst einfach diese Pilzsuppe, die du herstellen kannst. Kannst du mit jedem beliebigen Tier in den Strahlen reingehen? Ja, meinst du, daran denkst du, wenn du da eine Base raiden willst? Wenn ich eine Base raiden will und weiß, dass da Strahlen sind, 100%. Ja, weißt du das? Ja, ich kenne die Map ein- und auswendig. Okay. Ich habe mir extra eine Woche Urlaub genommen gehabt, wo das Ding rauskam. Ich dachte halt, das wäre cool, weil man halt dann im Prinzip gezwungen wird, wahrscheinlich den Schutzanzug zu tragen. Also ich glaube, von uns vier bin ich wahrscheinlich der mit der meisten Erfahrung auf Aberration. Ja. Nicht mehr lange. Na doch, ich denke schon. Sag mal, Fähchen, wie viel Movement hat dein Viech? Warum? Weil ich dachte, ich habe viel. Ich bin genauso schnell wie irgendwie mittlerweile. Das reicht mir. Wow. Komm irgendwie, lauf dran vorbei.
Hast du das auf Stream, MP? Hm? Ich bin unter dir, ich bin unter dir. Nee, du bist Hinama. Ja, jetzt wieder. Eben war ich unter dir. Ach, noch kurzer Tipp, wenn ihr sozusagen auf diese Dings hin und her springen möchtet. Ihr habt ja dieses Fadenkreuz da drauf, ne? Ja, das habe ich auch schon weitergegeben. Alles klar. Ist aber nur, wenn du auf dem Server Fadenkreuz an ist, oder? Nein. Das ist auch, wenn Fadenkreuz aus ist. Okay. Das sieht halt so cool aus, wenn alle hintereinander auf diesem Ding rumkriegen. Wäre dann auch mies, wenn irgendwer oben die Leine kappt. Oh. Und alle runter. Am besten so direkt in Lava oder so. Gibt's hier nicht. Okay, irgendwas anderes schön ätzendes. Metall. Also ich der Futtertrupp wird gemacht. Kann jemand einfach mal rauspullen, Metall? Ist gepullt. Achso, stimmt, wir haben ja 30.000 haben wir. Lassen Haut auch noch, du. Am besten Fabricator oder so. Einfach Haut nehmen, fertig. Gut, ich bin dann soweit. Nee, ich Fische, bin nicht ausgerüstet. Ich sehe gerade, du könntest Lichter bauen. Ne? Was für Lichter? Eine normale Lampe. Statt die Knicklichter immer da rumzuwerfen. Welche Lampen? Die S-Plus-Lampe, die wo du an die Wand hängen kannst. Aber okay, das ist da wieder Elektronik, ne? Gut, wir können jetzt abdüsen. Warte kurz, ich muss gerade noch wieder die Base einladen und sowas. Hat noch jemand Schuhe? Ich hab das komplette Set von dir in die Fabricator gelegt, ne? Von dir das komplette Set habe ich. Okay, schön zu wissen. Ich hab gerade das aus dem Tresor genommen. Welche Revenger nehmt ihr jetzt mit? Ness, Anubis und? Savage oder so. Alle anderen bleiben da. So, hab ich jetzt alles dabei. Wir haben einen Revenger. Ah, okay. Ja. So, ich hab zu essen, ich hab trinken, ich hab sonst nix. So, das noch rein. Und los. Ich hab gar keinen Fallschaden. Der kriegt doch eigentlich nichts, ne? Ja. Ist er Rookie? Ja. Okay, dann halt da lang. Ja, Impi ist schon vorgesprungen. Ich hab einen Wir treffen uns Australer dabei. Wir treffen uns beim Taming Cage. Ne, das? Ja. Ich hab einen Baustrahler dabei, stört der. Ich hab auch einen Mann dabei. Könnt ihr erstmal ausmachen. Dass wir das Licht dann unten haben, die Energie. Ja, Normalerweise T gedrückt halt und Emote abspielen. Du hast keinen dabei, ne? Nein, ich hab keinen. Weil dann kriegst du ja meinen gleich. Weil ich werde ich werde mir einen Pfeil frei holen. Dings holen. Also soll ich ihn doch zurückbringen, weil ich werde ja gleich sterben. Lass mir doch da hocken in die Tamingbox, dann du passiert nichts. Ja. Du kannst ihn unten in die Dingsbox mit reinigen, setz dich da dein Bett, dann kannst du den mitnehmen. Oder und dann Nessos laufen wir an unserem Gasding vorbei. Darf ich das, wenn ich... Ja, das stimmt, da kannst du ihn da lassen, ja. Ja, okay. Ist überhaupt so, wie krieg ich den Revenger da wieder zurück, ne? Deswegen habe ich die Ziplines dabei. Ja, aber wenn ich dann sterbe, ich kann da ja schlecht spawnen, oder ist das... Habt ihr ein Bett Ich hab doch die Ziplines dabei, wir werden bis unten hin zum bis zu einem gewissen, ein zu einer gewissen Ebene gehen, da werde ich das Taming, das unsere Base hinstellen schnell. Da werden wir 3 Betten reinsetzen, dann werden wir die Revengers reinsetzen und danach können wir die Revengers sowieso nicht mehr mitnehmen. Ist das nicht schon im Dingensgebiet? Das ist noch nicht so strahlend. Achso, okay. Ich dachte, das wäre da schon. Ja, ansonsten lässt du einfach eine Ersatzrüstung im Revenger und dann kannst du die dann gleich anziehen. Richtig. Ja gut, der Revenger bekommt ja glaube ich auch Schaden, oder? Ja. Oder? Ja. Oh, schon. Treffen wir uns jetzt hier bei dem Häuschen? Gas.
Beim Gasting, genau, meine ich ja. Ich renn gerade vor euch weg, ne? Ja, ich habe aber die Klippe ausgenutzt, während du geschwommen bist. Ja, ich bin da beim letzten Mal nicht hochgekommen. Oh, da ist eine Krabbe. Polymer! Was du? Mich ist eine Krabbe immer Polymer. Bitte mal. Ich glaube, ihr habt Akro gezogen. Schnell rein hier, Impi. Du hast Akro. Ah, verdammt, ich brauch Hilfe. Ihr seid erst ein paar Sekunden weg, wie kann der jetzt schon so viel Scheiße gebaut haben? Ich bin an der Krabbe vorbeigesprungen, ihr habt du bist nicht dabei, deswegen. Die Krabbe hat mich aus der Luft gegrabt, ey. Was denn? Ich sterb endlich. Ich bin Mai, ey. Hi, ich hab den Arzt. Ich bin an der vorbeigeflogen und die hat mich in der Luft einfach gecrappt. Ja. Hab ich schon nie gehabt, auch nicht schlecht. So. So, hab ich alle? Das hab ich nicht zu viel? Nee, ich glaub nicht. Du bist so halb am Arsch. Na gut. Dann hätte ich den Ding so. Ich glaub, jetzt müsste, glaub ich, mir hinterher, ne? Mhm. So, wir müssen. Ich drehe mal noch weiter runter. Was drehst du runter? Allgemein, ist arg. Okay, dann warten wir kurz hier bis. Will ich ein roter Kristall? Nein, wir legen uns nicht mit der Rollratte an. Okay. Okay. Hier nimm deinen Sturmtrupplerhelm und reih dich bei den anderen ein. Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Sascha hat den Twitch-Sturmtrupplerhelm gehört. Sehr schön. Ich kann nicht zugucken, will die töten, Ratte, nein! Oh, da ist noch einer. Mein Level. Deine los, mein Level, ja? Okay, hey, der war... Saronin! Ich mach doch nicht, ich kack nur. Das kann er weg sehen. So, warte mal. Das ist halt gerade selber, ne? Ich hab drin gestankt. Der hat mich nicht laufen gelassen. Nein, du hast mich nicht laufen lassen und ich hab in den drin gestankt. So, da mal. Okay. Wie brüllt? Noch an mir dran. Okay, aber dann bleibst du stehen. Ja, okay. Und es gibt Wolf-Buff oder? Naja, für den höchsten, ja. Ich hab gar nicht den Schweif. Wir hatten den Schweif. Du kriegst nur so einen ganz leichten Schweif, aber oben rechts, sag ich mal, was grüne Zähne. Wenn ich bei euch bin, also, dass du den höchsten hast. Ja, weil ich glaube, ich den höchsten bin, oder? Ich hab keinen Schweif. Ja, er muss doch den Schweif haben. Du musst den haben. Anubis ist der. Ich glaube, ab 3 oder 4. Ich glaube, ab plus 3 kriegst du den erst, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Nee, ich hatte noch mit 2 Revenger schon. Einfach weiter. 120er. So niedrig. Aber, ja. Ich hätte ihn jetzt getamed. Was dann? Ich bin nur 120. Also für das, dass wir die ganze Zeit noch 50er gesehen haben, ist 120 schon gut. Wir merken uns den einfach, können wir später holen. Wir sind überall high. Also hier an dem Fluss sind eigentlich immer High-Level-Spinos, genauso wie an dem Cage schon rennt da wieder ins blaue Gebiet. Ach komm, das hat doch beim letzten Mal ganz gut. Ja, war total spaßig. Ja, das blaue Gebiet ist noch harmlos gegen da, wo wir jetzt hingehen. Ach, das war harmlos, das habt ihr schon gerippt. Jetzt hast du ja mich dabei. So, halt. Hey, drüben. Haha!
Silvan, Sarudin, Shane, Niva, Hupsigolos, erst. Ich hab gewusst, ich muss bremsen. Du, da war ich nochmal kehrt ja. Wegmachen. Mhm. Hier ist mein alter Base-Spot. War noch Zeiten, PvE. Echt? Ja. Aber nicht, wo ich mit dir gezuckt. Hier war mein alter Base-Spot, wo wir auf dem Underdog gespielt haben, auf dem PvE. Hier ist auch noch eine Explorer-Note. Mitnehmen. Warte ich vor. Ah, wieder so Element-Ding. Krieg ich eigentlich aus grünen Kristallen, aus grünen Kristallformationen auch Kristall raus? Ja. Level, also Hirn auf, ich halte euch auf! Ich hab ne extra nicht geknappert. Du kreischst wie ein Mädchen. Die töten Raptore. Einfach nur um dich zu ärgern. Genau. So, wir hätten eine Zwergenbande gewesen, wir müssen da lang. Wie der sich orientiert. Ja, ne, so orientiere ich mich auch. Warte mal, wenn die erste wieder kommen. Ja, da hat der Beam gebaut. Keine Ahnung, hab Wing mehr noch nicht geguckt. Oh, da kommt was. Einfach laufen. Laufen. Ja. Sind blockiert. Ganz gut. Hier ist zum Beispiel eine Pflanze. Ja, hier an den Pflanzen, da gibt es diese Y-Samen. Und hier kann man Wasser tanken und hier bekommt man Leben. Wow, irgendwie. Waren welche drin? Nee. Oh, schade. Wow! Was Großes! Da ist was Großes. Ja. Und es steht dort noch näher dran, sammeln. Was war denn da? Direkt hinter dieser Ladestation. Und wir stehen an der Ladestation und haben geguckt. Wir werden sowas von RIP gewesen. Na, nicht unbedingt. Sarudin, übrigens habe ich zwei Stück jetzt mit dem Nessus zusammen schon gesehen. Von den Teilen, die ingebaut waren, von einem anderen Tribe, von wegen ist es abgesprochen. Warum bist du dunkelgrün? Wer? Wer ist dunkelgrün? Achtung, hier vorne jetzt stoppen. Achso, Silvan vielleicht. Wo hat man die gebaut? So, genau. Boah, bin ich schon nur gekruggelt alles. Das war nix. Nee, ich muss das anders da jetzt setzen kurz. Ab, hab ich gesagt. Nessus verdonnert mal die 5 Ziplines. Nein, die kannst du abbrechen. Ich hab nur dann auch nochmal 6. Ich hab 17 dabei, nur so, als Info. Ja, und wir brauchen 18, ne? Ah, na, so viele nicht. So, einmal hier. Hier. Ich muss auch gerade mal gucken, wie ich das letztes Mal gemacht hatte, um runtergehen. Sarudi, du solltest mich vorlassen, bitte. So, Silvan hat einen kleinen Clip gemacht, wie ich mich erschreckt habe, wie ich einen Basilisk. Ah, oh, scheiße. War das gewollt oder nicht gewollt? Das war ungewollt. Okay, wir bleiben oben oder wie? Ja, ich bin aus denen abgesprungen, aber ist kein Problem, ich komme hoch mit Kletterhaken. Jojo. Sarudin, treffst du mit dem Vaterkreuz die nächste Zipline? Die neue Zipline steht noch nicht. Hier steht aber schon eine. Achso, da unten, zu mir, wo ich gerade runtergefallen bin, das kann gut sein. Ja, da ist er länger gespannt. Ja, okay. Also schon. Endet nur, weil wir hier jetzt auch. Ja.
Anders, es kommt ja schon. Ja, Schatten, ich sag bis später. Boah, dann liegt Schuss. Warte. Boah, guck mal. Alter. So, ist der du musst Saurudin, ob du treffst. Womit soll ich ihn treffen? Ah, mit dem Revenger, mit dem Fadekreuz. Gunnar dir. Ja. So, hat die Zipline getroffen? Wir rutschen. Ja. Okay, bitte am Ende stehen bleiben dann. Können wir das ganz zum Ende, genau? Ich brauche dringend die Metallplattform. Ja, Feechen. Es ist kein Airdrop durchgewest und wir holen Ich habe ein Foundation aufgehoben, dabei ist die Metallplattform kaputt gegangen. Oh, schön. Also ich hatte das Fadenkreuz eigentlich, aber ich bin trotzdem nicht rangekommen. Ich auch. Gut. Hi. Das soll ja eh nur die Zipline sinnvoll wieder hoch. Ja, probier das gerade mal beim Hochgehen, bitte. Setz ich noch mal eine zweite. Ja, ich kann auf die vorherige Schubse. Kannst du? Und alles klar, okay, gut. So, jetzt muss ich gerade. Nur beim Runtergehen macht das nicht. Ja, ja, da muss ich noch gucken, wie das am besten. Da. Machen wir den Pilz, genau. Boah, da war ein Absatz drin und ich hab gedacht, ah, weil fliege ich drüber hinaus. Da geht das noch nicht. Dann werde ich das. So. Ihr dürft mich nicht blockieren. Impi, du weißt schon, dass ich vor muss, ne, wegen Bauen. Ja, und? Dann haben wir C. Haha. Stimmt, ja. Was ist C? Mach's einfach auf das Zipline. Achso, die ist nach unten hängen. Oh, war die Zipline, du bist ja verkehrt. Komm lieber näher zu mir. Dass wir mal drauf hupsen können. Wir sind gespannt, ich sehe sie nicht. Okay. Ah, doch, okay. Ah, ich komme ja nicht mehr hoch, okay. Dann. Stückchen kann schon hoch, ich bin auch zurückgelaufen. Ja, ich weiß, aber ich komme so nicht hoch wegen dem Dings. Revenger, so. Und tschüss.
und der Ravager ist wahrscheinlich down. Ihr habt jetzt wahrscheinlich eine Pampa drin. Glaub nicht, der ist, glaube ich, sogar davor drin gelandet. Oh, oder? Shit. Und tschüss. Nee, okay, du schaffst es aber. Ja, ich komme auf Boden auf. Jetzt bin ich allein nicht mehr. Wäre ich doch direkt angegriffen. Alter. Wenn ihr das Ding verfolgen, was jetzt passiert. Ich bin noch auf dem Revenger, ja. Okay, meiner ist auch noch safe. Ey, Frost, warum fallst du denn jetzt an? Oh, das war nicht gut. Ich hab meine angepfiffen. Ja, nee, du hast meinen angepfiffen auch. Wo ist er? Versuch den gerade zu holen, wenn ich nicht von den scheiß Zielen hier auf. Soll ich jetzt oben warten oder nicht? Versuch zu jump wie ich. Also viechermäßig bei mir ist schon mal gerade Luft. Nessus kämpft halt in der Kristalle. Ja, dadurch, dass du halt den Revenge angepfiffen hast, haben wir jetzt ein Problem. Endlich, ich komme zu dir. Könntest du mir helfen? Wo bist du? Hier. Wo? Ich hab das gleiche Viech wie du. Nö, Ravager, sagt. Ah, nicht mit Ziplines. Nee, der hängt halt fest, der hat halt, ja, das ist halt, ja, hängt halt fest. Wo bist du? Wo hängt er denn fest? In den roten Kristallen. Ja, dann baut die doch ab. Nee, das ist keine Art, das ist Deko. Ah, da oben. Wie gut, dass wir auf dem Rückweg ja nur zwei brauchen. So, ihr müsstet mal kurz auf mich aufpassen. Ah, ich rede einfach bei euch kurz rein. Sowas hasse ich. Dadurch, dass du halt den angepfiffen hattest, irgendwie. War halt in die Kristalle gefallen. Du musst darauf und deiner folgt ja auch noch, ne? Und ihr kriegt den mit Pfeifen oder irgendwas gar nicht raus. Mit einer Peitsche rausschlagen. Die Peitsche ist nicht dabei. Betäuben und rausziehen. Nein. Was, ich versuche nur, mir euch Tipps zu geben. Mit Zipline funktioniert echt nicht? Nein, habe ich schon ausprobiert. Einer von den Abwehrsonnen ist. Betäuben? Mama! Wenn ich sag, der geht doch nicht raus, dann kriegt man den da nicht raus. Wir sind allein auf dem Server. Ja, aber wenn du ihn betäubst, kannst du ihn rausziehen. Nein, weil ich da selbst so nicht laufen kann. Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das Ding, was du da gerade schlagst, abbauen kannst. Mhm. Ich auch nicht. Was ist das, Holz? Ja, das sollte es nicht mit der Spitzhacke abbauen, weil die jetzt kaputt ist dadurch. Fasern dabei zufälligerweise? Kannst du nicht aus dem Zeug da irgendwo Fasern holen? Gibt das hier vorne? Okay, gar nichts. So, mal kurz. Ist das. Kann die mal kurz jemand aufsammeln? So was hast du für die Pet. Unserem
verkackten Arkbug wieder alles von Arsch. Also halt das schön gemütliche Klettern. Enter. Hey Enter. Wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich heute und morgen und wahrscheinlich übermorgen auch noch keine Zeit habe. Alles gut? Ja, mache Ethikstift am Server. Achso, okay. Jo, schade. Ja, am 24. geht's wieder los. Mit wessen? Eigenes Cluster. Mit Admiration Center und Ragnarok. Ich versuche noch Namen rauszufinden mit der Community gerade. Okay. Ja, ne, 24. müsste ich Zeit haben. 15 Uhr. Ja, ne, ist ja sowieso Wochenende. Ja. Da ist nur unheimlich viel los in letzter Zeit. Das steht vor Ostern, ne? Nee, ist mehr so diese Phase. Okay. Das funktioniert seit Ewigkeiten. Lass uns das mal anfassen, möglichst effizient kaputt machen und den einen Typen das reparieren lassen. Ja, der Job ist gesichert für den einen Typ. Ja. eigentlich nicht. Ich meine, in ein paar Wochen bin ich da sowieso weg. Ah, okay. Ja, die Foundations sind irgendwie nicht da. Genauso gut, dann, man hört sich die Tage, ne? Mhm. Jo. Jo. User disconnected from your channel. Die werden immer weniger. Ja, das ist der Grund, warum Cut ist. Ja. Ich meine, gut, jetzt ist Nessus wieder durch. Ich weiß nicht, ob Nessus jetzt aktiver wird. Mal gucken, je nachdem, wie es halt bei mir auf der Arbeit halt ist, ne? Trotzdem nur vier, ne? Ja, so im Ganze, ja. So, diese Halbzocker, die nehme ich alle nicht mehr auf. Halbherziges Zocken. Die Ravenger dann hin? Ja. Soll ich mein ganzes Zeug in Dingens legen? Ja. Habt ihr dein Reventers rausgekriegt? Nein. Ja, aber auch dann ist es nicht so schlimm. Ich hab doch aus dem Grund hier die Zucht gemacht, weil alles mögliche unterwegs passieren kann. Ja, dass sowieso einer sterben muss, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ein Revenger dann weniger ist. Ja. Braucht ihr euch auch keinen Gedanken machen, wie ihr den einen dann wieder nach Hause bringt. Es ist halt nur doof, wie ich ihn levele. Der war dann schon gelevelt und so, aber gut, der Helm steht ja im Printete. So. Und Jungs, nicht so wild hier, es ist eh Schluss. Das ist jetzt einfach nur noch Spaß haben bis zu dem Zeitpunkt. Flakrichtung? So, die jetzt ablegen. Also. Und ich habe noch zu viel dabei. Also ich bleib voll equipped, ich habe die ganze Hackshare dabei, die Rüstung. Na, ich werde ja gleich sterben. Ziplines. Ich habe sogar noch eine gute Longneck zum Ballere. Wie weit ist es von hier aus noch? Werkzeuge jetzt noch? Warte kurz. So, wir nehmen jetzt nur mit halt die Kletterhaken und die Anzüge, so wie halt das Flugding. Aber wie weit ist es von hier an eigentlich noch? Das könnte noch ein bisschen dauern, ja. Lass ich lieber meinen Mastercraft picke, du. Also was zu trinken auch noch mitnehmen. Genau, alles mitnehmen. Gut. Das gebe ich euch dann kurz bevor ich süß sein soll. Dann auf geht's. So, wir klettern hier schon mal ein Stückchen hoch. Tut euch am besten gerade mal 2, 3. LOL! Hast du das gesehen? Ja. Ah, es ist gerade Erdbeben, deswegen können wir gerade nicht klettern. Ich bin hochgeflogen. Ja. Es ist gerade Erdbeben. Okay, ja gut, dann laufen wir hier vorne. Ja. Das hier unten siehst du das nicht. Was? Soll ich jetzt wieder Nuna? Ja, hier vorne halt lang fliegen. Wir laufen dann halt schnell lang. Das mit schnell ist so eine Sache. Ja, und hier vorne klettern wir sozusagen dann, Ich rente Fino. Ja. Ich habe mehrere Viecher. Ja, und dann die Wand hoch.
LOL! Ja, alles klar. So langsam kannst du damit fliegen, ne? So. Ja, vor allem fliege ich senkrechte Wände hoch. Ja, das geht, wenn du gut bist. So, dann kurz hier hoch. So. Okay, ihr seht jetzt sozusagen. Wir gehen nochmal ganz weit hoch. So, wir fliegen jetzt sozusagen hier runter. Wo runter? Direkt hier, wo ich hingucke, den Wasserfall hier vorne vor mir, ja? Den Wasserfall runter, okay. Ja, also den Wasserfall nicht, wir fliegen sozusagen links, da wo der Weg runter geht, da fliegen wir lang. Geht er hoch? So, oder geht dann eben den Weg runter? Runter. Wir klettern dann später hoch, um dann hier lang zu fliegen wieder, aber das mache ich in Impi dann. So, und los geht's. Also. So, seid ihr noch hinter mir? Ja. Moin wegen Sudwoll. Okay. Ah ja, treffen wir uns vorne an diesem Gerüst. Sagen, wo der Weg da ist, ja? Okay, den, jetzt direkt in der Mitte. Wie bitte? Wo sind wir? Sagen, wenn du am Wasserfall. Über den Wasserfall drüber, unter mir, oh ist Gott. Das Giga-Skelett. Richtung dieses Skelett unten. Also Sturzflug? Dann, nein, kein Sturzflug. Weiter, einfach geradeaus weiter. Okay. Da ist ja dieses Metallgerüst. Mit der Ringe? Geht, ja? Die Ringe, genau. Da treffen wir uns auf der Mitte, auf dieser einen Höhe da. Sozusagen, wo der Weg ist ungefähr. Auf dem Gerüst drauf. Auf dem Gerüst? Wo bist du hin? Genau. Also auf dem drei Gerüst, Ringe hoch. Mittlere Ebene. Genau, der dritte Ring von unten. Ah, ich sehe wieder jemand. Dich. Genau, ich bin jetzt hier bei dem Gerüst sozusagen. Gott. Also ist gut. Wir hatten gerade gefollowt, ich hab nicht aufgepasst. Warte nicht. So. Wir sind sozusagen auf dem dritten Ring von unten. Auch dir übergebe ich den Sturmtrupplerhelm. Willkommen beim Imperium. Genau, da ist der Flixe. Ja, ich drehe noch ein paar Runden. Kannst du einen Sturzflug mit Shift machen, so ein bisschen. Also auch, dass du nicht verfehlst, genau. Genau. Ich rutsch. Wetterhaken. Kannst du hier eben nicht benutzen. Wir fliegen da vorne rechts, seht ihr dieses blaue Ding? Ja? Welche, warte. Das wie, hier vorne ja, rechts, dieses ja. blaue Auge, sag ich mal, mit diesem Übergang. Ja? Dahin? Da gehen wir jetzt hin. Genau. Warte mal, neuer Flug, Ding geht. Einfach zweimal Letters, dann müsstest du direkt diesen geraden Flug haben, normalerweise. Ich hab mal Sturzflug hier gelegt, erstmal. Brauchst du da noch hin? Weiß ich nicht. Kletter. Sieht nicht gut aus. Okay, dann Kletter. Doch, bleib, mach. Okay. Ich wollte immer so zwei Punkte haben, wo wir dann immer so nach und nach uns dann sammeln können halt, dass wir zusammen bleiben. Mhm. Der Anzug muss ja. Ah, da ist er, okay. Hier drauf. Von der Base her soll ich so machen, dass man von dieser einen Zwischenplattform zu uns hochkommt oder dass man von ganz oben zu uns runterkommt? Hi Stachli. So, seid ihr noch hinter mir? Denkt dran, einfach nur zweimal Leertaste. Springen und dann fliegen. Dann einfach gleiten hinter mir her. Ne, ich fall. Ich bin weg. Wieso? Weil es aufgeht und wieder zugeht. Und dann kannst du nochmal aufmachen. Ja, ja. Macht aber nicht. Ich sie rock. Scheiße. Nessus, wo bist du hin? Ich bin einfach an der Klippwand lang geflogen. Sagen, ich drehe hier gerade einen Kreis. Ja, ich sehe dich, okay, da vorne sehe ich dich fahren. Ja, soll ich hier lang oder nicht landen? Links von dir weiter. Wir müssen weiter drehen, wir dürfen hier nicht landen. Ja, okay, links. Ich hab halt gerade kurz. Ich hab keine Ahnung. Siehst du den am Fluss, den See hier vorne? Ja, den Stein? Ich sehe den See, wo dieser Wasserfall hochkommt.
Genau, und da ist sozusagen ja noch dieser große Stein in der Mitte, richtig? Ja, da treffen? Genau. Ah, ich sehe dich. Gut. Einmal da hoch. Landen hier, geht drauf. So, Impi, wo bist du? Ah, okay. Dann sind nur noch hier zwei übrig. Gut. Und ich drücke Doppel-Leertaste und er macht die Flügel kurz auf und fällt. Es geht einfach. So, wir machen jetzt einen kleinen Sturzflug. Hast du vielleicht doch irgendwie Shift gedrückt? Nee, extra den Finger runtergelost. Weil das sah nämlich irgendwie so ein bisschen so aus. Da hast du ja gehört, wie ich dann drauf rumgehämmert habe, damit es nochmal aufgeht. Weil man könnte ja mit Sturzflug nochmal die Kurve nach oben kriegen. Nix. Bist du noch hinter mir? Ja. Einfach nur beschiss. Okay. Wir heften uns jetzt hier oben an diese Dings dran, ja? Okay. Direkt an diesen Klippe. An die hier. Dran. So, kommst du? Komische Technik, wo sie bin über dir. Haben. Wie kannst du, kann man doch nicht einfach andere Knopf nehmen? So, wir klettern jetzt auf die andere Seite sozusagen von dem Ding. Sarodin, somit bist du nicht mit der, wo stirbt. Ich glaube, ich muss immer noch sterben, oder? Ja, weil ich habe die Kletterhaken alle dabei. So. Ja. Du bist hier bei mir? Ja. Okay, und weiter. Wir gehen hier links dran. Wieder ein bisschen höher kriegen. Oh, schaut nichts, ich finde es so doof mit der Leertaste, dass man da eine C nehmen könnte beim Mensch. Boah, das sind drei Rocktracks. Ja, dann hast du eine Rocktrack gehunken und kannst du mir weglaufen? Ja, einfach hoch, weiter. Ich hab Nameless. Könntest du mir mal helfen? Ich hab zwei Nameless, ich hab ein Problem. Ich seh's. Ach Gott. Kannst du das Licht anmachen? Ich hab kein Dingens. So, okay. Ich bin oben. Du musst das nicht mitnehmen. Ja. Da oben war richtig doof gestackt. Ja, ich weiß nicht. So, wie sieht's mit deiner Rüstung aus? Alles noch. Alles noch im grünen Bereich, okay. Die schlechtesten okay. Knapp unter Hälfte. Alles klar. Wo bist du hin? Ah, nach oben. Ich bin eins oben drüber. So. Aber ich kann mein eigenes Leben gerade nicht sehen, aber ich habe total einen roten Bildschirm. Das ist. Okay. Ja, also ich habe Hälfte Leben nur. Ja, wir müssen kurz leer drücken. So, Ich bin da drüben, ist alles voll mit Rocktracks. So. Lass mal hier auf. Mal ein bisschen reden. Endlich wieder ein bisschen eben. Ja, zum Problem, wenn wir da runtergehen, falls nicht. Nein, ich meine hier, da, aber das ist auch schräg. Ja, auch schräg. Du meinst deswegen, dass ich so die Sachen drauf. Ungefähr, ja. Dass du mir jetzt die Sachen droppst, du fliegst hier unten zu einem Nest sozusagen, direkt hier unten. Wo sehe ich die Nester hier? Direkt hier unter. Und siehst du diese Einbuchtung? Direkt geradeaus von uns runter. Ja, diese Nesteinbuchtungen. Dass du dir davon ein Ei schnappst und guckst, dass du so weit wegkommst, wie es geht. Dass die Viecher sozusagen anziehen. Ah, da. Das dürfte einer sein. Okay, aber ich sag dir Bescheid. Du musst mir erst das Zeug droppen. Und dann fliege ich nämlich woanders darüber. Guckst, dass du es fängst, ne? Bitte? Du guckst, dass du es fängst. Ich droppe das hier in die Ecke. Ja. Ich droppe dir am besten alles, außer der Rüstung, die ich gerade anhatte. Genau. Okay. So.
Götter haben. Also. So, ich fliege jetzt erst darüber. Ja? Ja, warte mal. Ich bin mir noch nicht. Ich muss erst unter uns die Schlucht sozusagen drauf zugucken. Da drin sind die Nester. Direkt sozusagen unten in der Schlucht, genau. Okay. So, warte mal bitte kurz, bis ich oben, bis ich dann so weit bin, dass ich dann direkt wegfliegen kann. Scheiß Wichser, wer ist nur auf die blöde Idee gekommen? Dino-Fehler. Okay, kannst du dir jetzt probieren, ein Ei zu schnappen? Dann gucken wir, wie viele. Wird da einer angepeilt? Eckige Klammer auf, Leertaschen, eckige Klammer zu. Super, läuft. Wird gefliegt. Funktioniert fehlerfrei. Wie alles in Arzt. Das ist keine. Ich bin in. Nicht dahin geflogen, wo ich hin wollte. Okay. Also ich bin dahin geflogen, wo ich hin wollte, aber da ist keine Eieinbuchtung. Okay. Ja, da vorne, ich fliege jetzt auf eine zu. Okay. Ich bin da längst drei Stück oder so. Ist nix drin. Okay, da müssten noch mehr sein, mehr Einbuchtungen. Ich hab. Das war doof. Ich glaube mit einem oder zwei Rockdrakes wäre es schon einfacher. Ja, schon kein Problem mehr dann. Ein maximal zwei. Ich kann wahrscheinlich nur eins mitnehmen. Ja, und dann hoffen wir wenigstens, dass wir in 100er Zahlen was finden. Aber damit sollte es doch schon einfacher sein, dann das nächste Ei zu holen, richtig, oder? Richtig. Ja. Hast du noch Kletterhaken ein, wenn du zum Weiterkommen? Nein, das ist das Problem, die habe ich alle gedroppt, aber ich habe auf jeden Fall irgendwas angeholt. Okay. Ja. Ich renne jetzt auf dem Boden rum. Jo. Da ist ein Rockleck. Ich habe auf jeden Fall ein Ei jetzt eingesammelt. Ich glaube, dass ich wegkomme. Gut. Oh Mist. Ja. Ja, guck, das ist alles okay. Ich hab das Ei bis jetzt, ich guck, dass ich hier wegkomme. Ja, und jetzt bin ich an Dingens gestorben. Ja. Das alles gut. Grad. Das Bett, was da so mittendrin steht, das ist bei den... Genau, bei den Rangers, genau. Spawn ich da wegen dem... Das guck ich jetzt halt, dass ich lebendig da hinkomme. Dann spawn ich da aber auch wegen dem zweiten Avenger, ne? Genau. Schließen wir uns noch nach oben komplett. Ach, du hast uns in den nach oben geschossen, ne? Ich hab in den Revengers noch das Zeug drin, fürs nach oben schießen. Ja, gut. Ich hab nur ein 45er Ei, ey. Aber jetzt ist eins. Das ist. Ja, ich habe eine Base gefunden in so einem Metallgebilde innen drin. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum steht in dem Saitiri immer vorne dran? Aber der ist doch drin. Oh nein. Gut, Offline-Damage verhindert. Am Dingens ist ein. Okay. Einfach in der Base drin bleiben, sag ich mal. Ja, ich stuck jetzt gerade in der Decke drin, weil ich auf den Revenger aufgestiegen bin und wieder abgestiegen bin. Ah, okay. Deswegen habe ich das gerade nur gesehen, also ich bin jetzt eh hier gefangen. Alles klar. Aber nur, dass das Weiße ist direkt neben dem. Ja, ja. Thank you.
Können wir Bescheid sagen, sobald Erdbeben bitte ist? Aber hier unten sieht man das nicht. Also ist es immer überall zur selben Zeit? Normalerweise ja. Welche ohne das Spino? Was ist denn das? Plattform und Zeug. Dankeschön. Bringen wir mal Revenger mit runter. Ist unten keiner mehr? Nee. Der ist noch beide noch. Wo sie da agieren. Okay, lol, ich kann die Sache mit hochbringen. Wie? Ah, ich pack's. Vom Gewicht her. Kommst du die Leiter hoch? Ja. Da steht dann auch dein Revenger. Ich pack zwei Plattformen, das Gunpowder, das Öl, das packe ich alles. Okay, der Wingsuit ist ja alleine schon, glaube ich, 20 Kilo. Ja, so ungefähr. Und der Seilzug auch. Mensch, war das lang. Du müsstest eigentlich echt mal die Zeit stoppen, wie lange man da hoch braucht. Einiges. Nur die Leiter. Von nach oben gegangen, oder was? Aber nein, ich meinte Impi. So, ich hoffe, was da. Wenn ich hier nicht drin stacken würde, hätte ich auch schon nach oben die Dinger schießen können, aber. Hier kannst du absteigen und die einfach die Decke abreißen. Aufheben. Ja, ich habe keine Lust, dass das nachher alles ausrastet. Obwohl, kann ich jetzt machen. Das stimmt. Wow, ich habe alles runtergedreht und trotzdem Slow Motion pur. Ne, ja, das war eine Kackidee. Okay. Warum? Weil das die Ceiling war, wo alles dran hing. Okay. Jetzt stehe ich also ohne Schutz, der Rackwerk ist in der Nähe und ich denke mir so, fuck. Du hast zwei Ravagers da. Zwei. Auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was... Ravager ist alles drin, was du brauchst. Ja. Fähigchen. Na, ich hab's nicht mit euch. Danke. Krieg ich einen Wackdeck? Ja, mit zwei Röhren, das soll ich einen Down kriegen. Erdbebe. Okay, danke. 160 natürlich, wow. Krieg ich den auch noch Down? Ah, shit. Ja. Es leckt gerade. Weil Erdbebe ist. Ja. Erdbeben, ja. Ja, doch, krieg ich. Ich weiß nicht, wie blutig Impi's Dings ist, aber. 300er Damage war nicht arg gestrebt. Naja, das Viech ist sau blutig. Ich weiß auch nicht, wie blutig dein Revenger ist. Und was jetzt sonst noch so alles kommt. Meiner hat noch. Naja, wenn er rippt, ich hab Ersatz. Gut, ist tot. War es meiner? Nein. Okay. Yeah. Das ich Revenger Killer. Rottwerk Killer. 160 sogar. Das Ei hätten wir gebraucht. Ich kann ja mal gucken, ob ich in der Gegend eins finde. Nein. Nein, das ist keins. Wäre lustig, wenn die das auch einfach so in der Gegend droppen würden. Ja, das wäre schon lustig. Naja, immer hieß mal Mastercraft-Picke noch da. Was ist die in deinem Rucksack? Revenger. Ich nehme die mal an mich. Ja, von
hier sind nicht. Im Revenger war sie safer. Meinst du? Ja, ich fand das da sicherer. Ich hätte mir so die Longneck noch drin lassen, oder habe ich sogar. Ja, sagt mir Bescheid, wenn das Erdbeben vorbei ist. Weiter. Ist schon rum. Okay. Merkt man, dass du ohne nett und trotzdem fahr ich schon. Nein, nein, ja, ja. Ach, arg, wieder was, wo ich drüber schimpfen kann. Du merkst sozusagen nur den ersten, das erste merkst du und danach, ja, ist halt, ja. Ich bin mal kurz Stream und Spiel kurz AFK, weil in meiner WhatsApp-Gruppe wollten sie schon über das Server Bescheid wissen. Das gehe ich kurz durch, dann bin ich wieder da. Dann ist perfekte Position, um die wegzuwechseln. So. Bist du an Dingens? Weißt du noch, wo wir losgesprungen sind? Von hier oben? In der Höhe bin ich schon mal. So, wo wir die Ravagers abgestellt haben. Achso, du bist in der Ravager. In der Höhe bin ich jetzt gerade, ja. Ja, weil ich, bin gerade dabei, die Dinger zu ziehen. Alles klar. Finden wir leider nicht den Anfang, den wir ja schon hatten. Müsste aber eigentlich hier irgendwann kommen. Ich glaube, der ist noch ein Tick höher. Ja, ja, der ist schon noch ein Stück hoch. Wir sind doch relativ weit runtergefallen. Ja. Ja, da oben sehe ich eine. Bin so gut wie da. Zipplines sind so gut einfach nur. Oh ja. Also die Kletterhaken und das Flugding, ey, so geil. Ich sehe schon mal das Tor, was ich gestellt hatte. Ist der andere Ravager noch? Ja.
Wow. Ich hab komplett neu gespannt. Eigentlich verkacke jetzt am Ende. Ja, das wär's jetzt. Wieder zurück. Baby. Wenn du oben bist, also bei mir bist, mal vorsichtshalber auf die andere Zipline noch. Bitte? Wenn du oben bei mir bist, ich lag hier, dann geh mal vorsichtshalber noch auf die andere Zipline. Weil die eine habe ich jetzt von unten zwar hochgeschossen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du da abspringst, ob du da oben drauf landest oder nicht runter in das grüne Zeug da fällst. Aber direkt daneben. Ich muss, ich habe hier unten gerade noch ein Featherlight. Oh, ein rotes Featherlight. Oh mein Gott. Die Zucht ist ja mal sowas von schiefgang. Wieso? Nur ein Weibchen. Alles andere sind Kerl. So, hast du die Zipline gespannt? Hast du angefangen zu spannen? Direkt neben dem Teil. Alles Kerl, nur im Fähige ihrs. Ah, da, okay. Oh je, bring doch bloß die Revengers zurück, die noch Dosen. Ja, alles gut, haben wir schon. Haben schon einen verprasst. Ja, war ja mein Pfifffehler. Oder jetzt nochmal. Genau, du bist schuld. Ja? Zu so einem Fehler muss man stehen. Zu meiner Leertasche stehe ich nicht. Kann man die Tastaturbelegung für den Wingsuit umlegen? Nein, du kannst ja Leertaste umlegen. Hey, dann ist es immer noch derselbe Knopf. Das ist eigentlich doch gut, dass es derselbe Knopf ist. Nein, das ist totaler Dreck. Wie kommt man nur auf so eine Idee? Naja, du, wenn du den Wingsuit benutzt, dann springst du in der Regel vorher. Das heißt, du hast den Daumen sowieso auf Leertaste. Dann drückst du es halt nochmal. Ja, hat man ja gesehen, dann fällt man nach unten. Das ist halt nicht dreimal drücken. Er muss es vielleicht einfach noch üben. Ja, das musst du üben, also das kannst du nicht von heute auf morgen. Ich bin auch. Ich schmeiß den gleichen Bulldog hin. Bevor ich das konnte, bin ich auch, keine Ahnung wie oft, einfach runtergedüst. Ich geh mal ohne am Gaskollektor mein Bulldog holen. Bring meinen mit. Nicht nett. So, wo bleibst du eigentlich? Ich bin gerade die unterwegs, die Zipline nach oben. Und so lang waren die doch gar nicht. Ich bin einmal runtergefallen. Ich denke gerade, dass noch ein paar nicht gebaut waren. Nee, ich habe die schon hochgezogen. Denn die, die wir nach unten gezogen hatten, die waren komplett unnötig, weil ich jetzt neue gezogen habe. Ich habe die nicht getroffen. Alles gut. Na, und jetzt am Ende von der hier noch auf die andere springen, weil ich bin mir nicht sicher, ob du sonst nicht wieder nach unten segelst. Ja, ja, alles gut. Kann ihr ziemlich... jetzt Eier? Ich hab ein Ei, ja. Werd gerade im Stream gefragt, welches Level? Leider nur ein 45er, aber wir haben ein Ei. Gut. So, jetzt können wir weiter. So, war jetzt das andere. Welche Eierbrüter Dodo schon aktiv? Nein, aber wir haben Satchery irgendwo im Tresor. Sind wir dann doch hier. Nein, gerade keine Zeit. Demnächst. Ah, da, okay, das ist. Ja, es reicht ja, wenn die da sind. Wenn ihr zurück seid, gebt doch einfach Bescheid. Aber wir brauchen jetzt das Nameless-Gift, wenn wir die noch brüten wollen. Außerdem brauchen wir mal mindestens 14 Klimaanlagen. Nameless-Gift und mindestens 14 Klimaanlagen. Echt? Denkst du? Ja. Wir brauchen noch nicht mal Wivernmilch auf dem Ragnarok. Echt jetzt? Nee. Okay. Ich dachte, dass wir die dann auch ohne durchkriegen. Gucken, aber falls ihr von den 95 hast du gesagt. 45, leider nur. Vielleicht nicht. Ja, entweder oder. Alter, noch weiter. Wir haben doch die Nameless gleich nebenan in dieser Höhle. Ja, wie viel Gift brauchen wir denn? Ah, keine Ahnung, so zwei Stück oder so. Ja, in meinem Revenger sind drei Stück drin. Durch die Aktion von ihm mit dem Metallfarm. Ja, die vergehen aber. Die werden nicht. Hm? Ich bin jetzt schon oben, ne? Ja gut, das kann man dann frisch runtergefallen. Ich hab einen Flug gemacht. Okay. So, soll ich schon mal zurück oder soll ich auf dich warten? War vielleicht lieber noch kurz. Ja. Ich hab halt außer Revenger nichts dabei. Ja. Nämlich auch nicht, deswegen. Okay, zwei angehitterte Kletterhaken.
Aber ich habe einen Pfefferleib. Okay, naja. Gut, wir können. Los geht's. Auf nach Hause mit der heißen Ware. Ausbrüte und dann nochmal los. So ungefähr. Welche hast du, den Rockback-Sattel? Gelernt, ja. Okay. Ich glaube 60 Gems oder was brauchen wir. 60 Gems, rote. Könnt ihr unterwegs nochmal gucken, ob wir dann hier von den komischen Ratten noch welche finden dann. Ihr habt die Mastercraft-Picke dabei. Ja, ich geh jetzt aber nicht nochmal runter. Hm. Oh, hier, rote Gems. Nimmst du? Okay. Und los. Lauf. Hanna genug. Weiß ich schnell, aber haben auf jeden Fall gerade ganz aufgenommen. Naja, 8. Okay, doch. Doch, ja, ist ja immer nur einer. So. Noch hinter mir? Ich bin vor dir. Auch schön, wenn du es triggerst und ich dann reinspringe, ne? Achso, ich hab noch Anzüge dabei, ne? Mhm. Ja, gleich werden wir mal gucken. Hängen bleiben. Nicht hängen Aber wo willst du hin? Eine gute Frage. Oh. Ich dachte, da geht's zur Base. Nee, nee, nee. Irgendwie kann ein Lied von ich. So, so. Lauf, mein Freund, lauf! Noch hinter mir? Mhm. Wir machen jetzt genau da lang. Ich mache jetzt noch eine kleine Kurve, nur wegen dem Ratten. Achso, okay. Ich will jetzt gleich nochmal eine Kurve laufen. Ich hab eine 20 rote. Oh shit. Ich glaub die Rollratte. Okay, helf mir, komm. Hanna gehört, eine 20 rote hab ich. Ja, okay. Wir brauchen aber 60. Ja, ich bin noch unterwegs. Ja, ich hab 8. Ach, bis wir zu Hause sind, haben wir die. Die sind schön, dass wir der Rollratte helfen, nachdem sie tot ist. Ja, ich hab gedacht, dass sie noch lebt. Irgendwie hätschelt sich jetzt eine wilde Rollratte, damit er die Gems kriegt, ne? Ja, ja, ich ärgere jetzt. okay. Stirb, du. So. Wie lange dauert das, bis der Rollratte die Gems macht? Ja, jedes Mal, wenn sie buddelt, ja, bringt sie welche raus, und die Frage ist mal, welche. Kannst du halt Pech haben und die ganze Zeit eine grüne kriegen. Ja, ich hatte alleweil gutes Nicht. Also, du hast mehrere Gems geladen, nicht nur zwei, sag ne? Ja. Dann muss halt gucken, wenn der rote liegen. Bist du noch hinter mir? Okay. Ich hänge. Zum Beispiel habe ich 112 grüne jetzt schon. Oh. Ja, bin nämlich gerade über die. So, die hat sich gerade vor mir gebuddelt und wieder ausgebuddelt und du leid nix. Ja, manchmal krabben die nichts aus. Ich hab nochmal 11, also ich hab 19. Ah, okay. Lauf! Ah, doch, grün. Zwei grüne. Ja, aber die nicht aufnehmen, nur dann die roten.
gucken, genau. Warum machen wilde Ravenscher eine Blutungseffekt und man selbst nicht? Das ist der Gigaschaden, das ist halt dadurch, dass das, dafür, dass sie halt stärker sind dann als das. Ja, einfach nicht. Musste weiter fahren. Go, okay. Haben wir schon Klimaanlagen oder sowas gehabt? Geht das nicht mit Hatchery? Weiß ich. Ja, der Dodo macht das doch. Stimmt, stimmt. Also brauchen wir eine Hatchery, wie haben wir eine da? Ja, ein Tresor. Gut. Naja gut, jetzt die letzten paar Meter gehen auch so. Wenn ich dir halt blind nachlaufe, ist das ein bisschen doof. Ich denke halt nicht dran, dass du da durchläufst. Ja. Sollte noch schnell genug sein. lass mal hier rechts nochmal lang, bitte. Wow, jetzt leint er wieder 5 Gems-Sorte. Nur rot nicht. Gibt doch gar keine 5 Gems-Sorten. Ja, da liegen wahrscheinlich 5 von den. Ei, 4-mal grün, 1-mal blau. Ah, Michi, auch für dich. Auf dem Server ist Schluss, dass du Bescheid wirst. Ich pack mal Stamina. Okay. Ja, am 24. mache ich dann auf. Wir suchen noch einen Namen. Wobei DuckTales fürs Cluster-System und für die Server-Trick-Trick und Track schon gefallen ist. Aber wenn was Besseres kommt, nehmen wir das. Am schon stehen hey, bleibt, DuckTales. Ist halt die Frage, ob es schon gibt. Guck doch einfach mal. Ich bin doch irgendwo in der Pampa, ich guck dann mal Server. Einmal auslacken gucken. Vor allem bin ich im Stream. Der Lavender macht das schon. Ja. Wir können das ja auch live mitkriegen. Das sieht man ja gar nicht im Stream, wenn ich das dann mache. Obwohl ich könnte. Ich könnte es zeigen. Achtung, Basilisk. Jo, sehr. Erdbeben, falls es noch wichtig ist. Nee, nee. Wir sind nicht gleich oben an der Gasstation. Ihr könnt ja rote Gems organisieren und ich werde dann erst einmal auf jeden Fall den Ei nach Hause bringen. Also wir haben keine 85 Kristalle in Rot. Ach, brauchen wir doch 85. 85. Ich hab jetzt hast du schon? Wir haben 30. 60. Wir haben gut. 60. In der Base. In der Base dann haben wir 60. Locker, ich hab schon 19 nochmal. Sehr schön, ja. Das schreckt, das wenn schreckt. Du die 30 hast, fertig, dann haben wir alle. Na gut, dann komm ich ran. Ja, alles klar.
War das letzte Mal doch gut, dass ich da groß angelegt Gems geholt habe? Diesmal bin ich nicht dran schon, da bist du selbst durchgelaufen. Oh, ich sehe halt nix. Und bin dann so gut wie tot. Ich hab ein Feverlight. Ja, Michi, wie sieht's mit deinem Tribe aus? Du hast doch da bei den Projekten A-Tribe gehabt. Kriegst du die nie mehr zusammen? Dann können wir auf dem Cluster, wo wir noch alle in dir zocken. Noch hinter mir? Tribe. Nein, ich hab den Sankt gemacht. Tribe Limit machen wir 8. Also brauchst du 8 von früher. Wäre cool, da hätten wir gleich mal mehr Tribes drauf. Von der Admin-Seite her machen wir es so, dass pro Server Minimum Admin da ist. Ich mache dann zum Beispiel Ragnarok, Fähige macht Aberration. Der, wo Sender macht, steht noch nicht fest. Ich brauche halt jemand, der jede da Minimum 2 Stunden online ist. Und da sagt nicht jeder ja. Ja, dann mach mal. Ich hab keine 24. Um 15 Uhr geht's los. Da gehen dann alle drei Server gleichzeitig an. Also egal, wenn ihr euch aussuchen als Hauptbase, Mond, Server. Das ist uns egal. Ja, aber ich mache noch Infovideo, ich mache noch Votezeit vorher, dass die Leute alle so Infos vorher haben. Aber ich habe ja gerade in die WhatsApp-Gruppe Ring gesprochen, also da müsst ihr dann schon gute Infos haben. Halt gut zuhören bei der Sprachnachricht. Falls es jemand im Stream interessiert, müssen wir uns das sagen. Dann spreche mal das an, dann tunst du wohl mal mit den Nerven. Ich weiß nicht, wer alles zuschaut. Und noch nichts drüber weiß. Oder sich gar nicht dafür interessiert. Jo. Das sieht ja nicht, wer zuschaut, wenn sie nicht schreiben. Welche? Kommst du mal hier zum Industrial Forge? Einen Moment. Ich bin in der Base. Gut, das, was du als Base bezeichnest, so weit sind wir aber auch noch nicht. Und sagt, die Revengers möchten versorgt werden. Ja, kann nur jeder für sich machen. Ja. Und außerdem haben wir die Nanny. Und das sowieso die Nanny. Muss eigentlich nichts machen, der Revengers. Ja, ist halt Gewohnheit. So, wo soll ich das Ei hinlegen eigentlich? Wo hast du denn... Du doch irgendwo Teller, oder? Egal. Was? Wir müssen doch irgendwo Teller haben. Ich weiß nämlich nicht, ob wir eins mitgenommen haben. Doch, ich mein schon. Ja, ist eins im Dingens. Wo brauchen denn die Gems für den Sattel? In der Smithy. Hier habe ich das Ei nicht. Ach, da jetzt ist das Ei weg. Er hat gegessen. Backei, wie ich es letztens bei einem Drachen hatte. Nein, das ist echt ein Backei gewesen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wow. Ich bin erstmal auf Kabel später. Ah, Anubis. Wo ist mein Pike? Vielleicht Sarudi. Sarudi, komm zurück! Das ist nicht dein Ernst, ne? Oh, was tötet mich das gerade? Natürlich ist die Nanny auch dran.
bin gerade kotzen, ne? Ja. Ja. Ganze Aktion für null. Ich hab ein Feverlab mitgebracht. Scheiße. Ich hab nicht eingebaut. Wie geht denn das? Hm? Wie geht denn das? Wie kann man sich einbauen? Du hast doch eine Schnur. Ja, aber durch das, dass ich ja die Wände irgendwann hochziehe, habe ich mir die Schnur angebaut. Verstehe ich nicht. Er schreibt mir, die Zipline ist blockt, dabei ist die Zipline komplett frei. Ha, und meine Axt hat er sich auch noch genommen. Ja, ja. Wein gleich. Mann. So, ich mach dann mal den Stream zu. Bis zum nächsten Mal. Ich denke am 24.01. Wenn dann der Server startet, sehen wir uns wieder. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Bärchen, guck mal. Ein Featherlight. Wo? Was? Ja, auf YouTube werde ich noch Infovideo raushauen. Aber streamtechnisch erst wieder dann. Jetzt will ich das Fairlight noch zeigen. Bevor wir warte. Machen. Ich würde gerne, wenn ich mal klettern könnte. What the fuck? Mann. Ach so arg. Ja, du kannst runter. Nee, ich will das Tier zeigen. Ja, du musst ganz runter. Ich muss gerade erstmal einen Ravager wieder hoch. Hat's nicht Fähige? Mm-mm. Nein, ich hab's. Ich kann heulen. Silvan, was soll ich vorher zeigen? Mann. Hier auf dem Server ist Schicht. Die Leute wissen, dass Schicht ist. Dementsprechend ist die Energie weniger noch wie vorher. Und du siehst ja gerade, was jetzt ist. Das ist auch schon alleine frustrierend. Ich habe mal Loot verloren, weil die Leertasche so toll ist. Und die haben Eihelm gebrochen, wo weg ist. Ne, das ist dann halt schon. Was soll man dann noch do? Ah, dann muss ich die Werbung starten für das Server, damit mal Leute drauf kriegen. Uff, the DuckTales. Wird sich Ende freuen, wenn der so heißt. Wo bist denn du jetzt? Ganz ohne oder was? Ah, ich bin jetzt gerade wieder zwischen Ebene, wo du hochklettern kannst, die Leiter. Hm. Mann, ich will den Rock Drake. Mann, das ist frustrierend. Ich bin gar keine Ravengers mehr. Ich bin bei dem Territorium. Jetzt brauche ich Ravenger da unten. Yep. Kommst du runter? Ja. Oder soll ich hochkommen? Okay. Ne, ich komme mit einem Ravenger. Ich will nur nicht, dass er über das See hinausfliegt. Ah, okay. Achtung, wo ist er? Ah, gut. Appen. Da, wo hast du denn dann das Tierchen? Hä, ich hab's gar nicht gesehen auf der Schulter. Hä? Alter, ist das winzig! Schmeiß nochmal hin, du hast echt cool die Farbe erwischt. Jetzt machen wir leuchtend.
Also die Farbe ist schon fett von dem Tier. So schön dunkel, weihrot. Mhm. Das ist schon ein hübsches Ding. Und die tamen wir ab, passiv? Ja. Mit? Mit was werden die? Den Pilzen, die drinnen liegen. Die Arktrikpilze, das Gelben. Okay. Aber das Gelb mit dem Weihrot, das sieht schon fett aus. Es gibt noch geilere. Boah, das war jetzt zu hell. Das Geräusch, mach's nochmal. Kennst du diese Wasserflöte? Mhm. Die mal so kleine Merkschaft kriegt? Das hört sich so an. Lol. Warten ist langweilig. Schlaf was vor, was ich zwischendrin streamen soll. Ich könnte mal wieder ohne Stickfight spielen. Das könnte man echt. Haben doch, glaube ich, auch wieder ein paar. Wir können auch zeigen, wie man das Server instelle. Also, wenn wir ihn gestellt haben, ausprobiere. Jo, wir wollten ja gucken, ob Dino-Transfer funktioniert, da könnte man noch streamen. Ja. PC. Na gut, ich würde mich dann aber abmachen für heute dann erstmal. Okay, tschüss, tschüss. Ja. Das wird mein Arc fertig beendet hat sich. Ach, das ist ärgerlich, mit dem Drake. Okay, dann bis morgen. See ya. User disconnected from your channel. Wenn es so läuft. So. Spieletechnisch. Das ist die Spielelicht. Hier die Spieleliste. Nee, FIFA spiele ich nicht. Mm-mm. Im Fall. Aber noch Zugriff auf mein Twitter-Account. Ja. Wenn du was dabei ist, wo ich installieren muss, dann müssen wir mal da. Oh, es gibt bald wieder Geburtstag. Bald ist wieder Geburtstag. Arg-stundemäßig Geburtstag. Oh, wirklich? Es gibt noch schlimmere Spiele. Ah, alles klar.
Oh, warum ist denn jetzt das Imperium-Symbol die ganze Zeit drin? Was ist denn das für ein Dreck? So, jetzt ihn hat der Chat wieder. Ja, was streamen wir? Am Sonntag erst wieder am 24. Alles klar, machen wir das. Mal kurz Kalendercheck. 24. Machen wir 15. und 20. Oxygen. Mal sehen, wie ich mich schlage und hoffe, dass mir mal helfen, weil da sind ja auch schon wieder so viele Updates. Mit Ideen, wie wir bauen könnten und so. Da freue ich mich dann auf euch. Wie gesagt, was habe ich jetzt gesagt? 15. Und der 20. Okay? Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüss.